Moin Leute, Trimax hier. Ein neues Video von Mimi. Meine Entschuldigung an ApoRed. Ich soll auch drin vorkommen. Das ganze Chat ist ausgerastet. Schau es dir bitte an, das machen wir jetzt. Die zweite Staffel mit den ganzen ApoRed, Mimi, Solmecke und der ganze Bums, Insi-Modus. Wir sind in einer neuen Staffel, es geht weiter, es ist krasser denn je, alles ist noch heftiger. Zuerst der 3,6 Millionen Steuerschulden-Prank, war dann doch kein Prank, weil er 1,6 Millionen hat an Steuerschulden. Was das Finanzamt sehen will, es ist verrückt. Dann reagiert Solmecke noch mit einem Steuerberater-Anwalt dazu. Es ist ein Traum, es wird immer krasser. Wir gehen rein. Das Thema Finanzen ist ja neben den Belästigungsvorwürfen zu einem eigenständigen Thema geworden. Nicht, weil ApoRed einfach nur flext, sondern weil er es selber als Angriff und Verteidigung genommen hat gegen seine Kritiker. Wir sind einfach nur neidisch auf sein Reichtum, seine Immobilien und seine Autos. Es werden immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Oder vielleicht, weil ich ein Lambo fahre und Range... Oh Mann. Ja, das ist es. Das ist es, ApoRed. Wirklich. Da hat er alle durchschaut. Einige Leute finden ihn unsympathisch, weil er schwarze Haare hat. Das ist es. Wirklich. Nichts anderes. Sonst hast du ja nichts zu schulden. Es kann nur die Rassismus-Karte sein. Es kann nichts anderes sein. Er hat komplett recht. Er hat uns alle durchschaut. Krass. Ich lieb das voreilig, die Rassismus-Karte auszuspielen. Das ist immer so toll. Wow. Das ist wirklich ein Main-Character. Ich wohne in einem Penthouse lebe. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApoRed machen, um mein Geld zu verdienen. Digga, weil ich einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht kriegen das einfach viele Leute auf, weil ich vielleicht so viel Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo oder vielleicht wollen die auch ein paar Immobilien. Reagieren nicht Monte und Eli drauf? Auch so? Wen spricht er denn da an? Vielleicht sind die gerade noch, vielleicht haben die noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgreich ist. Oder als ob ich jemanden mit einem Controller scammen will. Digga, ich habe Millionen gemacht. Warum soll ich wegen einem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scammen? Ich wiederum konnte nachweisen, dass er wortwörtlich nichts davon besitzt und sich sogar in Privatinsolvenz befindet. Das vergessen die Leute immer wieder. Ihr müsst eins begreifen. Ist nachweisen, dass er wortwörtlich... Hier nochmal schön durchstreichen. So, meinetwegen hat er 2 Millionen ins Ausland gebracht und ist Multimillionär, aber er hat alle Gewinnspiele nicht ausbezahlt, er hat seine Angestellten nicht gezahlt, seine Steuerberater nicht gezahlt, seine Anwälte nicht gezahlt, die Immobilien und die Autos und die Uhren und alles, was er hat, haben nachweislich nicht ihn gehört. Darum geht's. Ich glaube nicht, dass er das Geld hat, ich sage jetzt pleite, aber selbst wenn er das Geld hat, hat er sich mit etlichen Autos immer dahingestellt, die nicht ihm gehören, aber gesagt, es sind seine, okay? Nichts davon besitzt und sich sogar in Privatinsolvenz befindet. Wir sollen also auf etwas neidisch sein, was er selber über Jahre zusammengelogen hat. Des Weiteren hat er auch seine Zuschauer damit gefrontet, dass die sich nicht so eine geile Bude leisten können wie er. Ich habe halt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte sich die meisten voll Spackos gar nicht leisten, die jetzt so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Ich wiederum konnte nachweisen, dass er in einem Sozialbau wohnt, den er sich über Hartz IV finanzieren wollte. Meine Entschuldigung, Teil 9. Das ist so crazy, dass das alles vergessen wurde. Das haben wir uns vor einem halben Jahr oder so angeguckt und alle Leute, auch in den TikTok-Kommentaren überall, die haben das alle ausgeblendet. Das ist verrückt. Kam übrigens noch vor dem Container Ich bin Millionär-Video, wo er über die Insolvenz redet. Ich habe seit meinem Teil 9, also vor über einem Jahr, nichts weiter dazu gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Zeit die ein oder andere Neuigkeit gab. Das ein oder andere Video oder der ein oder andere Stream erschienen ist. Und wir werden das jetzt mal gemeinsam aufrollen und aufräumen. Bevor ich das aber mache, mal eine kurze Ansage an alle Zuschauer und auch Reactor. Ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er sich anschauen oder nicht anschauen soll. Aber überlegt euch genau, ob ihr jeden Scheiß von ApoRed anschauen oder darauf reagieren müsst. Das hilft ihm am Ende nur, dass die wirklich kritischen Punkte einfach verwässern und er doch wieder ganz sympathisch rüberkommt bis zu seinem nächsten Scam oder nächsten Skandal. Scheinbar wird sehr schnell vergessen, was der alles gemacht hat. Alter, das habe ich gerade gesagt. Ja, das ist so. Das ist instant weg wieder. Was macht man dagegen? Ohne ein einziges Mal irgendeine Einsicht zu zeigen. Im Gegenteil, alles wurde immer abgestritten, umgedreht oder die Schuld auf andere geschoben. Der Typ ist im Fall Carina offiziell verurteilt. Es ist auch unstrittig, dass er verkaufte Sachen nicht an Zuschauer geschickt hat. Etliche Gewinnspiele wurden nicht eingelöst. Er arbeitet ständig mit unseriösen Firmen zusammen, die bei den ganzen Scams mitmachen. Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vor dem Gerichtsvollzieher, gibt falsche Wohnadressen beim Gericht und vor den Insi-Leuten. Oh, ich liebe diese Zusammenfassung, liebe ich ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist gerade nochmal richtig wichtig, dass ihr alles zusammenpackt. Wahnsinn. An, verkauft pfändbare Gegenstände heimlich auf Vinted und eBay Kleinanzeigen, womit eigentlich das Ordnungsgeld und die ganzen Gläubiger bezahlt werden müssen, denen er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut hat, aus Spaß einen Anschlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgegeben hat, den er Jahre später immer noch lustig findet. Die spielen im Gericht ein Prank von mir ab. Digga, wisst ihr, wie schwierig ist das im Gericht, da nicht zu lachen? Ich bin einfach ein lustiger Typ. Ist das krass, ne? Ist das krass.
War einfach lustig. Digga, normal. Das war auch lustig. Digga, ich hab gesagt, im Gericht. Und da spielt einfach der dreckige Richter ein lustiges Video von euch, ein lustiges Street-Prank-Video von euch ab. Und das... Ich finde, also ich weiß nicht, wie der Humor ist, ich finde einen Bombenterroranschlag finde ich gar nicht so lustig, ehrlich gesagt. Oder? Also, die Leute, die in dem Video weggerannt sind, hatten wirklich Todesangst. Die dachten, sie sterben jetzt. Und dann lacht er im Gericht. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Das Video ist einfach fucking lustig. Digga, wisst ihr, wie schwierig das war, mein Lachen zu unterdrücken? Operett erzählt auch aktuell, dass er darauf wartet, bis eine Straftat von 2017 verjährt ist, bevor er sie veröffentlicht. Ich hab Real-Life-Stories, ne? Den darf ich nicht erzählen, wenn ich die erzähle direkt so. Das ist das ekliger. Ja. Dann wissen auch einige Bescheid, Digga. Das ist ekliger, aber das war so berechtigt. Kann ich mal vielleicht irgendwann wird das verjährt. Also ich hab eine Story von 2017, ne? Ich warte, bis sie verjährt ist. Da habe ich gewisse Grenzen überschritten, deswegen darf ich es nicht erzählen. Da muss ich warten, bis sie verjährt ist. Wie er lacht und das toll findet, wie krass. Aber das hat er ja schon bei vielen Straftaten gemacht. Der brüstet sich ja mit Straftaten, das ist crazy. Das hat man vielleicht mal, wenn man so völlig aus dem Ruder gerät, gibt es vielleicht so 13-, 14-Jährige, die richtig hardstuck in der Pubertät sind, die das dann fühlen, eine Anzeige zu kassieren. Aber als erwachsener Mensch mit Straftaten flexen, der ist 30. In dem Alter. Wow. Richtig, was ist das Krasseste, was du je gemacht hast, wo du sagst, Bruder, ich kann die krassesten Sachen nicht sagen, weil dann bin ich sofort abgeliefert. Sofort, kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal in Hamburg bist, wir können dir erzählen, ein paar Storys, ne, mit meiner Familie so. Weiß nicht, um wie viele Jahre muss man warten? 5, 6, 7 Jahre, dann darf man, glaube ich, erzählen. Aber scheiß drauf, ich habe so auch schon, ne, alte Geschichten, Bruder. Richtig schlimm, Bruder, richtig schlimm. Bruder, hier, guck mal, hier, siehst du, Narbe des Todes hier, weißt du, kann ich nicht erzählen von wo, siehst du, diese Fleischnarbe? Mhm. Leute, oh mein. Was ist das für ein Stream, Alter? Ist das krass? Siehst du, diese das ist eine Fleischnarbe. Ich konnte nicht zum Krankenhaus gehen. Bruder, harte Storys, Bruder. Ich kann aber nicht erzählen. Also wie man es von einem clean deutschen Bürger erwartet. Er droht mir öffentlich mit seinen Schlägerfreunden, zieht den Islam mit rein, hat ständig auf Allah geschworen und dabei bewusst gelogen. Die Liste ist endlos lang. Ich hatte diesen Abschaum in 9 Videos komplett ausgeräuchert. Wen juckt das, ob der ein McDonald's getestet hat? Oder mal was Veganes probiert hat? Oder mit Leon ein Döner getestet hat? Oder ein Sketch mit ihm dreht? In Katar gevloggt hat? Oder Mois verteidigt hat? Versteht mich nicht falsch, ich mag hier alle... Die habe ich alle nicht geschaut. Streamer. Aber Leute, da müssen wir mal an einem Strang ziehen und da meine ich auch oder? Die Zuschauer. Das geht so nicht, dass ich hier die Drecksarbeit für alle mache und 2 Tage später redet man wieder über seine Gardinen und seine Hasensprachbehinderung. Andersrum fand ich zum Beispiel die Kritik zu dem Training-Scheiß gut oder die Kritik bei dem Last Katar in Ruhe-Video. Diese Kritik hatte wenigstens Substanz. Besonders das Video von Rezo oder Tobias Hoch fand ich richtig stark. Und Tobias Hoch hat noch ein weiteres Video gemacht, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Er konnte zeigen, jetzt pass auf Leute, dass sich UpRed an Finanzierung beteiligt hat. UpRed hat zum Spenden an einen Verein aufgerufen und laut eigener Aussage auch selber gespendet, um angeblich Brunnen und so weiter aufzubauen. Sichere Unterkunft, Krankenhausbau. Ich werde euch mal die Seite verlinken, ich habe da selber mal gespendet. Die sind auch sehr authentisch, haben sehr viele YouTube-Videos hier, ne? Lass mich hier kurz mal hier Werbung machen. Aber mit dem Geld wurde am Ende auch finanziert. Und der Verein wurde auch mittlerweile verboten. Ich finde es erschreckend, dass ein UpRed zu einem Zeitpunkt, wo hinlänglich bekannt war, dass Ansa international umstritten ist und Ansa schon lange nicht mehr gemeinnützig war. Denen wurde nämlich die Gemeinnützigkeit schon lange vor dem Video von UpRed entzogen, dass dann dafür geworben wird. Ich bin mal gespannt, was UpRed dazu sagt, dass er für einen pro-terroristischen Verein geworben hat und auch noch mit seinem Namen dafür wirkt, dass das Geld ankommt, wenn sich doch wenig... Was für eine Scheiße, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? ...später ganz offiziell herausgestellt hat. Und das war vorher eigentlich auch schon bekannt durch meine Informationen, die ich ihn nämlich veröffentlicht habe, dass das Geld nicht bei den Menschen angekommen ist, in gewissen Teilen, nicht Brunnen gebaut worden sind, die Menschen kein Essen bekommen haben, den Uiguren so nicht geholfen wurde, sondern dass das Geld am Ende in Kasse von Al-Qaida gelandet ist und anderen Gruppierungen und damit dann Waffen gekauft worden sind und Menschen abgeschleppt. Nun ja. Wenn das bewusst von UpRed war, ist er wirklich der größte Abschaum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn das unbewusst von UpRed war, ist er der größte Vollidiot, weil der Verfassungsschutz schon seit 2015 vor dem Verein gewarnt hat und der Verein beim Versuch, dagegen gerichtlich vorzugehen, auch verloren hat. Dazu gab es noch bundesweite Razzien, die durch die Medien gegangen sind, alles noch vor... Das hat er als Charity-Aktion... Was ist denn jetzt? Wir haben ja gerade 15 Straftaten aufgesehen, jetzt macht er eine Charity-Aktion von einer Organisation, die Terror unterstützt.
Nein, das ist nicht passiert, oder? Vor der Spendenpromo von ApoRed, da hätte eine einfache Google-Suche gereicht. ApoRed hat sich bis heute nicht dazu geäußert oder sich distanziert. Schaut euch das Tobias Hoch-Video am besten selber im Anschluss an. Link in der Beschreibung. Ich glaube, so eine grobe Überleitung hatte ich noch nie, aber machen wir nun weiter mit dem Container-Video. Was sind das für Leute, die sagen, Red, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Bla, 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 ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey-Mokey, aber machst du auf Richie-Michie? Das geht gar nicht. Entschuldige mal dafür. Sprich mal Tacheles. Mach mal den realen Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. So wahr ich hier sitze, das mache ich. Das ist ja gar kein Problem. Aber sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde, da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt. Also halten wir fest, ab Redbox. Was? Was für eine Scheiße. Der muss sich für nichts entschuldigen. Mimi hat doch so viele Sachen gerade aufgezählt. Behauptet nie was vorgespielt zu haben und betont nochmal, dass er hier real und ehrlich ist. Ist halt komisch, wenn die ganzen Uhren nachgewiesenermaßen fake oder von Freunden waren. Sein Auto, kein Nummer... Boah, es ist so eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Mimi-Video. Da kommt alles nochmal zusammen. Die ganze TikTok-Aufmerksamkeitsspanne. Er könnte jetzt irgendwie einen Obdachlosen in den Schlafsack scheißen und zwei Wochen später juckt es keine Sau mehr und sagen, oh, ApoRed Main Character, ich bin ein Supporter. So ein Scheiß. Das ist doch mal eine richtig gute Zusammenfassung. Alles, alles. Selbst, das ist, ich möchte diese Antwort bitte haben, bitte. Selbst wenn er 1 oder 2 Millionen ins Ausland gebracht hat und Steuerflucht begeht und hier einen Insolvenzmodus anmeldet und alles. Warum stellt er sich vor verschiedenen Autos und sagt, es sind seine? Warum setzt er sich in Immobilien rein und sagt, das sind seine und Penthouse? Warum präsentiert er sich mit Uhren, die gefälscht sind und er sagt, sie sind original, wenn er das Geld hat? Das möchte ich so gerne wissen. So gerne. Ein Schild hatte, er das aber zensiert hat. Er behauptet, 5 Wagen zu besitzen. Komischerweise sitzt er nur auf dem Beifahrersitz, in einem Mietwagen von Miles oder in einem Opel. Der übrigens, das weiß ich mittlerweile, auch nur ausgeliehen war von seinem Umfeld. Sein 2 Millionen Euro Penthouse war einfach eine WG im Ja, das ist die ultimative Zusammenfassung. Oh mein Gott, ich rede in jedem Intro nochmal darüber gefühlt. Ersten Stockwerk, seine anderen Wohnungen und Häuser wurden auch nur relativ günstig gemietet. Im Internet hat er sich aber gezielt die Fanfrage rausgesucht, was seine Häuser kosten, um dann irgendwelche ausgedachten Preise vorzutragen. Also wenn er hier jetzt wieder behauptet, dass er nie was vorgespielt hätte, dann ist das ja wieder gelogen. Und wenn er sagt, dass er hier ehrlich ist, ist es ja auch nochmal gelogen. Und ja, ich checke, dass ApoRed hier mit einer trolligeren Art Reactions provozieren wollte. Mit dem Altkleidercontainer, Einkaufswagen und dem Miles-Auto. Lustig. Haben wir alle gelacht, Prinz Puma? Inhaltlich meint er den Scheiß, den er labert, trotzdem ernst. Er will bloß ironischer rüberkommen, so nach dem Motto, ich spiele hier eine Rolle, aber im Endeffekt haben wir alle schon in meinen anderen Videos gesehen, was für Filme der Typ schiebt. Es gibt halt viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ich selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denk nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so, mache ich gar nicht. Er guckt angeblich nicht die Videos, hat aber alle meine Videos teilweise mehrfach gemeldet, mit genauen Zeitangaben und das Ganze mit seinem Namen unterschrieben. Das ist so grandios. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wow. Der polygame Puma mit Berührungsängsten guckt sich alles an, aber erzählt immer, dass er die Sachen nicht gesehen hat, damit er nicht drauf eingehen braucht. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich eigentlich ein Fehler. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte, was auch immer. Mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht. Heißt übersetzt, er hat versucht, Sachen über mich oder andere Kritiker herauszufinden, hat es aber nicht hingekriegt. Glückwunsch! Das ist auch so ein typisches ApoRed-Verhalten. Er versucht, etwas zu finden, um doch wieder von sich abzulenken, anstatt sich selber gerade zu machen. Und das Lächerlichste daran ist, dass er Sachen über Leute herausfinden will, von denen er sich angeblich nicht mal die Videos anschaut. In welcher Welt ergibt das denn Sinn? Weiter sagt er, dass man die Videos offline nehmen soll. Am besten auf Correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch mal einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Das sagt er, obwohl ich beweisen konnte, dass er diese Entschuldigungsvideos von mir haben wollte. Und wir wollen auch noch nicht beenden, weil ich wollte jetzt extra zu diesen ganzen Punkten, die ich ja absichtlich reingeklatscht habe, damit wir noch ein paar mehr Entschuldigungsvideos haben von Mimi, wollte ich jetzt nochmal schön predicten, so ein bisschen, was er sagen wird. Ah, das wird böse, das wird böse, wirklich. Plus, was auch dahinter steckt. Das passt doch auch nicht richtig zusammen. Und da stellt sich nebenbei auch die Frage, was denn jetzt nur seine Predictions damals waren. Er wollte mich doch hops nehmen, oder nicht? Wie sieht's aus, Prinz Puma? Leon, was hast du mal wieder verkackt? Ich habe sogar auf ganz entspanntes 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach, jetzt auch in den letzten Tagen, ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. By the way, die angeblich 15 vorgedrehten Videos sind irgendwie auch nie erschienen. Nicht mal, wenn man die von Leon dazu rechnet. Oder auch die, die wieder offline genommen wurden. Dabei sagt er doch immer, dass er ein Macher ist. Ja, ein Macher.
aber in Ankündigungen. Neuigkeiten, Freunde. Ab heute official jeden Tag Videos. Jeden Tag auf den ApoAD-Channel, okay? Klar kann mal sein, dass man mal verkackt hat. Bein gebrochen, krank geworden. Cutter, die Schnauze gefallen, Schnittprogramm abgeschnitzt, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon einige Videos vorbereitet. 10 Stück habe ich noch auf Petto oder so. Aber wie gesagt, ich bin jeden Tag dran, Digga. Ich bin am Start. Und wenn alles gut läuft, der Ili-Upload, Freunde. Das heißt, morgen wieder. Und übermorgen. Let's go. Nach dieser Instagram-Story kam halt 3 Tage später nur ein Video. Wahrscheinlich hat er sich bis heute immer wieder sein Bein gebrochen. Bei den freshen Moves ganze Zeit kann das schon mal passieren. Aber wie dem auch sei, in meinem letzten Video... Ist das krass. Was bringt einen das denn, 10 Videos anzukündigen? Was ein Scheiß. Hä? Warum produziert er 10 Videos vor? Warum lädt er nicht schon mal eins hoch? Hatte ich ja erwähnt, dass ApoRed ein paar Tage in Japan war. Das war Mitte November 2022. Was macht natürlich der Macher der Ankündigungen? Er macht natürlich Ankündigungen. Ende November 2022 kündigt er 7 Japan-Vlogs an, die nie gekommen sind. Digga, Leute, ich kann spoilern. Ich habe, schneid euch an, 7 Videos aus Japan. 7 Videos auf Black Alley, Freunde. Vertraut mir, das kommt sehr, sehr gefährlich. Paar Tage später. Ich war in Tokio, wie ihr mitbekommen habt, ne? Für 11 Tage oder so. Ich habe 7 Videos gedreht. Digga, das ist High Quality Content auf YouTube. Nicht dieses billige Reaction hier, Reaction da, Monte Nachmacher gefühlt. Digga, das ist High Quality Shit. Geilste Unterhaltung, Freunde, okay? Über ein halbes Jahr später dann. Warum keine Videos? So, wenn ich keinen Bock drauf habe, mach ich es einfach gar nicht. Aber ich habe aktuell so ein bisschen Bock. Ich habe 2 Videos vorgedreht jetzt hier. Ist das krass. Das ist ja nur so ein kleiner Side-Gag. Ist ja nicht schlimm. Wenn er Videos ankündigt und die kommen nicht, juckt ja keinen. Es geht eher darum, die ganzen Fake-Gewinnspiele, dass es da so ein Statement gibt. Das krasseste finde ich immer noch, dass er 14 Gewinnspiele gemacht hat, keiner glaubt ihm mehr. Dann macht er ein Gewinnspiel, wo er eine Firma bewirbt. Dann wurden die Gewinne nicht ausgezahlt. Dann sagt er, er kann da nichts für. Das hat die Firma verkackt oder sowas. Aber dann kommt raus, dass er die Firma gegründet hat oder dass er Geschäftsführer war und dann das Ganze behalten hat. Das ist so verrückt. Und das ist alles bewiesen. Und da wollen wir einfach nur ein Statement zu haben. Und wir kriegen es nicht. Und jetzt kündigt er 50 Videos an und es kommt keins. Ich habe noch 1-2 Vlogs aus Japan, die kommen dann auch bald online. Bis heute ist nichts davon gekommen. Weder die 2 Vlogs aus Japan, die zuerst 7 waren, noch die 2 Vlogs aus Istanbul, die er hier angekündigt hat. Apropos Istanbul. Im April 2023 hat er eine Roomtour von dort aus angekündigt. Weiß, viele von euch denken sich, Digi, wo steckst du, wo warst du, was machst du, etc. Das können wir im nächsten Video klären. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay? Sag ich, mache ein bisschen Roomtour, Wohnungstour, etc. Ich habe gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Die ist übrigens auch nie erschienen. Das scheint aber normal bei seinen Roomtour-Ankündigungen zu sein. 4 Zimmer, ja, wir haben 4 Zimmer. Zimmer Nummer 1, 2 Zimmer, zeige ich nicht, zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Wie gesagt, ihr werdet alles in 2 Wochen sehen. 2 Zimmer zeigt er nicht. Er macht eine Roomtour von einer 4-Zimmer-Wohnung und zeigt nur 2 Zimmer und die anderen 2 Zimmer gibt's nicht. Und dann ist das noch nicht mal seine Wohnung. Das ist ja die Küche vom Geschäftspartner von ihm. Das wird auf jeden Fall am Start sein in etwa 2 Wochen. Ich habe euch fast alles gezeigt in etwa 2 Wochen, habt ihr ein vollständiges Update. Wann sind eigentlich endlich die 2 Wochen rum? Und warum kriege ich langsam das Gefühl, dass ApoRed noch nie sein Wort gehalten hat? Freunde, der Schrank wird zusammengebaut und es wird höchstwahrscheinlich eine Roomtour kommen, noch diese Woche Sonntag. Lasst ein Like da, wenn ihr Sonntag die Roomtour sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn ihr unbedingt Sonntag die Roomtour... Boah, ist das stressig. Wenn du immer Sachen ankündigst und dann kommen die nicht, das muss sie doch auch komplett psychisch belasten oder was für eine Scheiße oder weiß er schon in diesem Moment. Ich sag, er glaubt in diesem Moment hundertprozentig, dass die Roomtour und so kommt und die Aufnahmen. Ich glaube nicht, dass er sich da hinsetzt und lügt. Er glaubt das wirklich. In den letzten 3 Jahren gab es scheinbar keinen Sonntag. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Muss so schlimm sein, wenn man ihn gerne geschaut hat und dann kann, ja... Stimmt, Stefan, wirklich, du freust dich auf die Videos, die kommen und dann kommt nichts. Everyday Saturdays. Everyday Saturdays. Ich wollte euch auf jeden Fall mitnehmen bei der Preisgestaltung von bei dem, was ich alles vorhabe, im Laufe der nächsten Vlogs. Ich würde euch dann, wie gesagt, jeweils mitnehmen, ungefähr der Preise dann geben. Na, vielleicht wird es auch für viele von euch interessant. Ich halte euch da auf den Laufenden, ich werde das immer ab und an in den Vlogs dazu integrieren. Da wurde natürlich nichts dazu integriert, aber mit Integration hat das ja sowieso nicht so. Kommt dann noch ein Roomtour, wenn alles fertig ist. Ja, ich überlege, ob ich dann direkt eine Wohnungstour mache oder ein Video extra nur für den Raum, weil es wird echt atemberaubend, wenn es fertig ist. Ja, hoffentlich ist mein Asthma-Spray in 10 Jahren noch haltbar. Dann hat er noch gemeint, wie er in einem Penthouse in Dubai chillt und demnächst eine Roomtour macht. Also ich bin seit ein paar Monaten in Dubai, okay? Und ich chill hier, Freunde, an dem Water, Fairmont hier, brutalste Penthouse da, kommt dabei wahrscheinlich auch eine kleine Roomtour. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Und by the way, es hätte übrigens auch nichts kommen können, denn wir können uns das Penthouse ja mal angucken. Dazu spulen wir zurück zum Anfang, wo die Kamera nicht auf Red fokussiert, sondern den Hintergrund. Dort sieht man folgende gespiegelte Buchstaben. Oh ja, was? Das liebe ich immer. Ja,
Der Detektivmodus geht an bei Mimi, da ist er der Beste. Was könnte da stehen? Ich meine, klar, als erstes denkt man da sofort an Haushaltschemikalien-Schranktür-Knauf. Aber da muss ich euch enttäuschen, das wäre auch viel zu naheliegend. In Wahrheit handelt es sich hier um das japanische Kaizen, was in Dubai dieses Gebäude ist. Da das quasi gegenüber von ApoRed sein muss, kommen wir darauf, dass sich ApoRed in diesem durchaus stylischen Haus befindet. Und dadurch, dass diese Streben wie eine Rutsche geformt sind und nicht wie ein Dach, wissen wir, dass er irgendwo in der unteren Hälfte sein muss. Und wenn wir diese Kacheln hier zählen und abgleichen, merken wir, dass er irgendwo in der untersten Etage von den 90 Mimi ist es. Stockwerken ist. Und von der Spiegelung her ist er nicht mal auf der Wasserseite, sondern auf der Straßenseite. Weißt du? Wow, 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 wow! Hey, hey, hey! Wasserblick und Penthouse und ein Straßenblick und im unteren Drittel. Mimi, Hut ab. Da hat er mal wieder recherchiert. Und das alles nur mit einem falschen Fokus der Kamera und einem Spiegelbild in der Scheibe. Deswegen gucken wir die Scheiße. Das ist einfach toll. Das ist so unterhaltsam. Leute, selbst wenn ApoRed in diesem teuren Hotel in Dubai chillt, kann er doch einfach sagen, in welchem Hotel er ist. Warum muss er lügen mit Wasserseite und Penthouse? Das tut doch nicht Not. Das ist verrückt. Das ist so verrückt. Das ist doch schon krass. Ich jetzt nicht, ob ich mich da so heftig fühlen würde. ApoRed ist so der Type of Guy, der sich krass fühlt mit einem Mercedes-Benz. Also dem Eau de Toilette für den Zwambo. Aber zurück zu seinen leeren Ankündigungen. Was ist eigentlich mit den geplanten Neubau-Wohnblöcken? Mein Plan ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt... Die Frisur auch wild, wo er gesagt hat, er hat einfach so Glück, er hat einfach so Glück mit der Haargenetik, dass er keinen Haarausfall und sowas hat. Und dabei war komplett Haartransplantation, was Mimi ja auch nachgewiesen hat, ne? Das ist doch nicht so schlimm. Ich spreche doch da auch drüber. Ja, hier fehlen mir Haare, ich schneide die jetzt ab, hab eine Glatze und im März lasse ich mir da Haare reinpflanzen. Und dann komme ich nicht auf einmal wieder und sage, ich habe richtig geile Genetik, auf einmal habe ich volles Haar und sowas. Und ein halbes Jahr lang hat man kein Video von mir gesehen. So ein Scheiß. Irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ... Der lügt ohne Grund. Ja, er hatte gar keinen Grund. Es bringt ja gar nichts. Niemand wird jetzt sagen, oh, ApoRed ist nicht der Main-Character, weil er sich eine Haartransplantation gemacht hat. Oder, oh mein Gott, du bist nur im 19. Stock und nicht im 73. Ich entfolg dir jetzt. So ein Kack. Ein größeres Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Häuser reinpassen, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau-Wohnblöcke bauen. Ja, und stattdessen hast du lieber wieder nur Scheiße gebaut. Glückwunsch. Oder was ist eigentlich mit dem 10 Kilogramm in 30 Tagen abnehmen? 10 Kilo versuche ich... innerhalb von 30 Days abzutaken, 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen. Ich denke, es ist sehr interessant, dann kann ich euch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. Nur für das Video und einfach für meine Ungeduld werde ich in einem Monat versuchen, 10 Kilo abzunehmen. Da kam natürlich auch nichts. Oder die angekündigten Klagen gegen Carina oder mich oder auch gegen die TikTok-Mädels. Alles immer nur heiße Luft von unserem clean deutschen Questmaster. Ja. Boah, das Video ist krass. Also wenn das so weitergeht, ist es mein Lieblings-Mimi-Video. Das ist ja crazy. Hat auch angekündigt, dass er als erster deutscher Influencer 10 Millionen Follower auf TikTok knacken wird. Wisst ihr was? Lass TikTok die ganzen 10 Euro mal so einfach auseinandernehmen. 10 Leute, wir machen die nicht 1 Million, nicht 2 Millionen, nicht 3, nicht 4, nicht 5, nicht 6, nicht 7, nicht... Wie denn? Wie willst du 10 Millionen Follower machen mit deutschem Content? Nicht 8, nicht 9. 10 Millionen, Freunde. Wir müssen es schaffen. 10 Millionen, die ersten auf TikTok Germany. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wie viel hat er? Das kann nicht sein. Das ist ja schon fast... Das ist ja über ein Jahr her. Kommt gleich, achso. Wir kriegen das hin. Ich habe bisher noch nicht den Anlauf so... Ich habe gerade nicht so den Anlauf. Ich habe auch keinen Ansprung so genommen. Aber wenn, dann werden wir es alle merken, Freunde. Und dann machen wir zusammen die 10 Millionen auf TikTok voll. Bis 10 Millionen ist es noch ein weiter Weg. Kein Wunder, dass man da seit über einem Jahr Anlauf nimmt. Und apropos TikTok, scheinbar kann man sich bei ihm auch als Moderator bewerben, indem man ihm Geschenke, also Donations macht. Mimi, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, dass ich ab... 10 Millionen. Also 128.000 Follower ist viel, gar keine Frage, ne? 128.000 Leute haben auf Folgen gedrückt. Das ist, steht außer Frage, dass das viel ist. Aber das ist ein Scheiß verglichen zu 10 Millionen. Der Drachenlord hat mehr. Ich glaube, Matra hat mehr. Also. ApoRed, Leon Mascher, Simon Desue, die ganze Zeit auf meiner scheiß TikTok for you habe. Und gerade habe ich wieder ApoRed alleine nur. Und der will jetzt Geschenke für Mods haben. Also der sagt, ja, wer will Mod werden. Und ja, dafür... Sagt er halt, ja, schenk mir was. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme davon. Dafür habe ich aber eine Aufnahme davon, dass er seinen Top-Supportern verspricht, sie damit zu pushen, dass er ihnen zurückfolgt. Er sagt also indirekt, es lohnt sich ordentlich zu donaten, denn ApoRed ist ja bald der größte TikToker. Und dann kann euch jeder in seiner Follower-Liste sehen, als würde das jemanden jucken. Hey, Patronus, Adrian, Luca PTV, Heisam, Ehre an alle Freunde, wir machen das. 80 Sekunden, ich kläre noch, dass ihr die Top-Supporter pushen. Wir haben es zwar nicht gesagt, aber
ich kläre das, ne? Aber ich hab jetzt Dingens. Ich habe Follower gelassen, ne? An Luca und Patronus. Wort ist Wort. Dingens, ich werde doch demnächst bald meine Followerliste öffentlich machen. Die ist gerade noch nicht. Die ist gerade nicht öffentlich, aber sie wird demnächst öffentlich, okay? Macht euch mal gar keine Sorgen, okay? Und du gibst ApoRed Geld, damit er dir folgt. Eine Liste, die nicht öffentlich ist, weil er bald der größte TikTok-Account Deutschlands wird, damit du unter seiner Followerliste bist, die er dann öffentlich macht. Das ist ein geiles Invest. Ihr wisst, ich bin bald der größte auf Twitch. TikTok, sorry, nicht Twitch, TikTok. Ihr wisst, Account frisch, 111.000, wir sind auf dem schnellen Weg auf 1 Million vertraut. Das ist halt auch. Nehmen wir mal an, er hat diese 2 Millionen im Ausland. Das sind ja hier so Spenden-Battles, wer kriegt mehr, wo man wirklich um Geld bettelt von den Zuschauern. Warum macht man das, dass dann irgendwelche 14, 15, 16-Jährigen Geld spenden, wenn du so viel Geld hast? Gucken wir, bald 3, 4 Millionen auf easy. Ihr wisst es, Leute. ApoRed wurde schon milliardenfach auf TikTok gesehen. Milliardenfach, nicht millionenfach, milliardenfach. Na, vergiss das nicht, Freunde. Ja, halt einfach die Fresse. Und apropos Monte. Wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, hat ApoRed da auch Sachen angekündigt, aber eingehalten wurde nichts. Red hat immer gesagt, ich kläre das auf, ich stelle das klar, ich liefere Beweise. Und am Ende, bis jetzt, es kam immer nur Schwanni. Selbst mir hat Red gesagt, ich soll abwarten, im Dezember klärt er alles auf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres, 6 Monate später, ist nichts passiert. Kann sein, dass noch was kommt, gehe ich aber nicht von aus. Nochmal zum Verständnis, der Clip ist vom Juni 2023. Monte hat damit nicht den Dezember jetzt gemeint, sondern den Dezember letztes Jahr, 2022. Bei Malik, ApoReds ehemaligen Nachbarn in der Türkei, gab es scheinbar auch nur leere Versprechen. Da war echt ein Cooler. Hab ihn echt gemobbt, Walla. Hab wirklich gemobbt, Chip. Wir haben auch so Pläne gemacht. Wir haben so krasse Pläne gehabt, Chip, dass wir bald so eine Streaming-WG haben werden in der Türkei und so, ne? Wir wollten alles zusammen so. Wir wollten zusammen das Geld splitten und einfach zusammen was mieten, dort Videos machen, so wie kellermäßig, aber auf Halal. Und ApoRed hat sogar vorgeschlagen und gesagt, wir machen dort sogar einen Gebetsraum und so, das wird richtig cool und so, ne? Also nicht, dass wir ihn gezwungen haben, das zu machen. Es war sogar sein Vorschlag, dass wir die WG machen. Ich schwöre bei Gott. Er hat gesagt, lass uns das machen mit dem Stream und so. Lass uns da ein Streaming-Haus machen. Wir streamen dort, wir wohnen da ab und zu mal, wir schlafen dort, alles Mögliche. Dann ist er einfach verschwunden, Chat. Keine Ahnung, Mann. Hat mich echt traurig gemacht, muss ich wirklich sagen, Bro. Das hat mich echt sad gemacht. Ich weiß nicht. Er war echt cool. Deutschland hat ihn verändert, Bro. Deutschland hat ihn verändert. Ja, genau, Deutschland ist schuld. Wow! Ich war gerade voll mitfühlend und hatte Mitleid, dass er da so verarscht worden ist und sowas. Und dann ist Deutschland schuld. Wo kam denn das jetzt her? Das hätte ich gerne weiter ausgeführt. Nach allem, was ApoRed abgezogen hat, wäre das natürlich auch meine Schlussfolgerung. Naja, wie dem auch sei. Was Ankündigungen angeht, könnte ich hier wirklich noch ewig fortfahren. Aber das ist nur mein Fünftwagen. Der wird jetzt erstmal 3 Jahre lang auf Carbon umgesneakt. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir. Ist das geil, der Fünfwagen 3 Jahre lang auf Carbon umgesneakt. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Die sind so lange in der Werkstatt. Ach, ist das geil, Alter. Versicherung, fünfstelliger Hase. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert. Alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden, die Versicherung hat aufgrund ein bisschen, ihr wisst ja, obwohl ein bisschen verpeilt, hier ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt, warum hat sie in den Insi-Modus eingeleitet. Alles cool, alles Chico. Jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Dicker, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Das liegt aber daran, dass hier so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert. Das Video ist gut gealtert, das heißt, er hat sich ein bisschen verkalkuliert und dann will das Finanzamt 1,6 Millionen Steuergelder sehen. Das ist so krass, das ist zu diesem Zeitpunkt gewesen. Er hat sich ein bisschen verkalkuliert. 1,6 Millionen will das Finanzamt sehen. Ist jetzt schon die dritte Story, die er zu der Insolvenz erzählt hat. Zuerst meinte er, dass er absichtlich in die Insolvenz ist, um Steuern zu hinterziehen, was nachweislich gelogen war, weil er keine Restschuldbefreiung nach 3 Jahren bekommt und somit gar keinen Vorteil von der Insolvenz hat. Dann meinte er, die Insolvenz wurde einfach eröffnet. Digga, da sind ja alle Videos drin. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind keine 20 Minuten in dem Video drin. Das fasst alles bisher zusammen, was passiert ist. Das fasst die komplette erste Staffel zusammen. Nur die Highlights. Ein Traum. Weil der AOK-Brief mit der Zahlungsaufforderung angeblich nicht bei ihm angekommen sei, als er in der Türkei war. Und er im Vorfeld vergessen hätte, die Lastschrift auf sein neu eröffnetes Konto zu übertragen. Was auch nachweislich alles Quatsch war. Weil er das Konto schon über ein halbes Jahr vor der Türkei gewechselt hat und in der Zeit auch die Mahnbriefe gekommen sein müssen. Plus, er hat anfangs die AOK-Zahlung manuell ausgeführt. Er wusste also, dass keine Lastschrift besteht. Und außerdem hat er genau diese Zahlung wahrscheinlich sogar aufgrund eines angekommenen
Mahnbriefs gemacht, sonst wäre der Betrag ja nicht so hoch. Kein Mensch zahlt im Monat über 2400 Euro AOK-Versicherung. Das war wahrscheinlich die Summe aus den ganzen versäumten Zahlungen. Jedenfalls sagt er jetzt als neue Begründung einfach nur schwammig, dass er selber den Bürokratiekram verpeilt hat und es Verkalkulationen gab. Komisch, bei der zweiten Story hat er schon gesagt, dass er uns jetzt die Wahrheit sagt. Jetzt hau ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Der erfindet einfach immer wieder neue Geschichten und sagt dann, dass das jetzt die ganze Wahrheit ist. Und auch die dritte... Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Es gibt ja immer noch 100.000 UpRed-Anhänger, die ihn komplett verteidigen, die dann immer wieder sagen, UpRed hat euch alle gefickt. Was sagen die denn, wenn sie das Video sehen? Dass alles gelogen ist? Die meisten Listen sind ja sogar öffentlich einsehbar, das ganze Insolvenzverfahren und die Gläubiger und die Schulden. Was ist mit denen? Was sagen die darauf? Story ist absolut unschlüssig. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, Apo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht auch hier 1-2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen. Da hat er mir auch bewiesen, dass die Minus machen oder er raus ist oder sowas. Das ist auch gelogen. Der weiß ganz genau Bescheid, dem Rettling wird hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da und da. Also, der weiß Bescheid, dem Hase geht's gut. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Digga, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist... Millionär. Millionär. Nur mit einem I. Das ist einfach Fakt. Wenn der Insolvenzberater das wüsste und das stimmen würde, dann wäre die Insolvenz gar nicht eröffnet worden, beziehungsweise würde die auch schon längst nicht mehr laufen. Tatsache ist aber, dass das Insolvenzverfahren immer noch läuft, obwohl der Macher der Ankündigungen schon zigfach davon geredet hat, dass es nur eine Kleinigkeit ist, beziehungsweise der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schon am 15.06.22 hat er zu Unge gesagt, dass es nur eine kleine Sache ist und sich demnächst klärt. Was ist denn jetzt das Problem? Voll die kleine Sache. Er hat ja... auch offiziell gezeigt, dass Finanzamt will 1,6 Millionen von ihm haben. Nachdem er uns geprankt hat, 3,6 Millionen. Aber sind nur 1,6 Millionen. Toller Prank. Aber er hat gesagt, das sind Fehlbuchungen und da stimmt irgendwas nicht. Das ist viel weniger. Dann sagt er gleichzeitig im Video, er hat Klamotten abgesetzt für 500.000 Euro. Man kann keine Klamotten absetzen in Deutschland. Nur Betriebsschutzkleidungen oder wo ein Logo drauf ist. Du kannst nicht mal Anzüge absetzen als fucking Steuerberater. Kannst du nicht mal einen scheiß Anzug absetzen, okay? Das heißt, die 500.000, da hat er direkt schon mal 250.000 Euro Steuerschulden. Instant. Instant. Das sagt er auch so in seinen Videos. Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, wo du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Was richtig. Ist denn jetzt das Problem? Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, alles nicht spannend. Okay. Natürlich alles nicht spannend. Weil ich hab euch ehrlich gesagt... Das war einfach nur ein bisschen verdusselt, ein bisschen Türkei-Stepper gemacht, ein bisschen vercheckt hier. Bisschen verdusselt, bisschen Türkei-Stepper gemacht, bisschen vercheckt. 1,6 Millionen kriegt er einen Brief, will das Finanzamt von ihm sehen. Ein bisschen verdusselt. Das ist crazy. Naja, Postbank gewechselt, alles schon verkackt. Hallo, die ist keine große Geschichte. 4 Monate später erzählt... Er ist nach Istanbul gesteppt und hat deswegen auf einmal Schulden von 1,6 Millionen. Wo ist denn der? Das ist verrückt, dass er das alles sagt. Dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Da kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen. Also die werden gerade Grase gerückt. Und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Einen Monat danach erwähnt er nochmal, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schule, ich bin ehrlich, Schule war schon, also die letzten Jahre war schon echt Horror für mich, ich bin ehrlich. Also Schule, Digga, das waren so die letzten Zeiten, wo es mir wirklich scheiße ging. Schule, Freunde, erinnere mich bloß nicht. Ich hatte so viel Stress, ne, mit Lehrer hier, da, dort, ne. Der eine wollte mir das Leben zur Hölle machen und was auch immer. ABK meinte, das war so eine geile Story, die musst du mal auf YouTube erzählen. Und ich meinte auch, die werde ich wahrscheinlich auf YouTube erzählen, wenn ich den Insi-Modus deaktiviere, was ja gerade quasi in der Mache gerade ist. Dann werde ich auf jeden Fall die Story mal erzählen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story. 2 Monate später kündigt unser Triple Puma im Januar 2020... Ja, das hat ja so eine scheiß Schulzeit. Ich sag, ich gehöre zu den Top 1% der Leute, die richtig Spaß in der Schule hatten. Nicht wegen des Lehrern oder des Schulstoff oder die ganze Scheiße, sondern einfach mit der, also Schulzeit war richtig geil. Vielleicht 15 Freunde oder so in der Klasse gehabt und auch Parallelklassen und danach immer noch was am Wochenende. Ich hatte echt eine richtig geile Schulzeit, Alter. Wirklich jetzt mal. Zusammen zocken nach der Schule. Oh, haben wir gezockt. Alter, da krieg ich Gänsehaut, so geil war das. Mit 15 haben wir so den Ranzen in die Ecke geschleudert und uns die Finger blutig gezockt. Am nächsten Tag hatten wir die Hausaufgaben nicht, aber wir hatten sie gemeinsam nicht. Aber macht das nicht. Ab der 11. Klasse, ab Oberstufe, habe ich mich zusammengerissen und habe das Abi mit 2,7 gemacht. Jetzt hier nicht, ne? Okay. Chillt hart, meinetwegen. Und ab Oberstufe gibt dann Gas und dann habt ihr das Ganze. Von der 1. bis zur 10. Klasse könnt ihr wirklich die Eier schaukeln lassen. Und dann mal 2-3 Jahre ein bisschen anstrengen. Ab und zu mal die Hausaufgaben machen. Mal ein bisschen auch mal ganz bisschen für den Vokabeltest lernen. Und dann geht das schon. 2,7 nur? Digga, ich war immer 4er, 5er Schüler. Ich war scheiße.
2023 wieder an, dass er demnächst raus aus dem Insi-Modus ist. Modula, pass auf mit Ansage, okay? Mit Ansage. Du weißt gerade Insi-Modus, weil Verkalkulation von gewissen Leuten, ne? Bald raus und dann zeige ich die Multimillionärus, ne? Weil du weißt, Leute machen so dieses Scheiße labern um mich, viel Scheiße labern. Ich mach alles sauber. By the way, interessant, hier schiebt ApoRed die Schuld am Insi-Modus wieder auf andere. Nicht er hat sich verkalkuliert, sondern andere. 5 Monate danach. Das ist so krass, dass er dieses Fake-Prank-Video gemacht hat, wo er gesagt hat, sein Finanzberater hat ihn verarscht. Ihn trifft keine Schuld, es war der Finanzberater, den falsch beraten hat. So als Witz, als Prank. Und jetzt sagt er wirklich, es ist nicht seine Schuld. Das ist so krass. Kündigt er dann schon wieder das Ende des Insi-Modus an? So Quatsch, was die Leute erzählen. Ihr braucht da gar nicht auf diese Leute hören. Wenn sie zum Beispiel wird demnächst auch deaktiviert, dann kommt auch bald auch ein geiles Update-Video, warum der Hase generell so richtig am Start und so lange an. Eine Woche später dann? Kann das sein, der chillt hier around the world. Ich dachte, Broky Monkey, ich hab von Anfang an gesagt, das ist Cap. Und hätte ich besser als 2,7, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich musste 2,5 schaffen, um ein Studium bei der Bundeswehr zu bekommen. Die haben mich nicht genommen, weil die hatten Angst, ich schaffe das Studium nicht. Und so habe ich dann privat zuerst studiert und habe dann direkt angefangen mit Stream nach 3 Semestern. Zack. Zum Glück hatte ich 2,7. Es kommt alles so, wie es soll. Ich glaube, da war auch ein bisschen Glück dabei so. Ich könnte es mir vorstellen. Ein bisschen, ne, oder? Weiß ich nicht. Jetzt so langsam checkt man, aber offiziell demnächst Insi-Modus auch deaktiviert, alles geklärt, Gott sei Dank. Ich werde auch bald ein separates Video dazu machen, etc. ppp. Und einen Monat später kündigt er wieder das Ende des Insi-Modus an. Das Ding ist, es ist sowieso, wenn ich mache bald so das Video, wow. Insi-Modus wird sowieso bald deaktiviert, ja? Kann ich jetzt schon mal spoilern. Und da kommt auch bald ein knackiges Video dazu. Wann aber egal, das YouTube-Video. Sonntag kommt höchstwahrscheinlich ein Video. Das wird sehr, sehr interessant. Das ist wieder so, ich setze mich hin und talk und wird sehr interessant. Digga, ich sehe gerade, wie er isst. Ich krieg so ein bisschen Hunger. Man hat zu viel gemastet während der Weihnachtszeit. Da wird der Magen immer so groß, ist man hungrig. Aber ich bin so smart. Ich habe mir nach dem Sport 4 Fischbrötchen eingepackt, die ich nach dem Stream esse. Richtig schön 4-mal Fischfrikadellen. Wow. Interessant. Ich kann nicht spoilern, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwelche Twitch-Fettsäcke darauf reagieren werden und so wie gesagt, scheiße, dass wir da haben werden. Aber es wird sehr, sehr interessant. Super nice. Ich kann aber spoilern, es geht teilweise um den Insi-Modus auf jeden Fall und auch um die Deaktivierung. Also es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Dieser besagte Sonntag ist jetzt auch schon 5 Monate her und zur Deaktivierung habe ich immer noch nichts gesehen. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Every day, Saturdays. Bin ich ein Macher? Nee. Stattdessen fand er aber sofort Zeit, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. So hat er lieber ein Video über ein Beziehungsproblem von anderen gemacht, welches Jahre her ist, beidseitig schon längst geklärt wurde, die Beteiligten darum gebeten haben, was? Die Audios der Beziehungsstreiterei nicht weiter zu verbreiten. Und was macht ApoRed? Spielt die ganze Scheiße einfach vollständig ab und sagt am Ende, dass man die Sachen bitte nicht verbreiten soll. Freunde, auf jeden Fall, an dieser Stelle, lass doch die Janina in Ruhe, die Arme. Das habe ich gar nicht mitbekommen alles. Also versuch doch am besten, diesen Clip jetzt nicht nochmal extra hoch sein oder sonst was, ja? Für den moralischen Vorzeigepuma gilt das aber scheinbar nicht. Und dazu kommt noch, zur gleichen Zeit beleidigt er im Stream Leute, die sich mit anderen Personen beschäftigen. Ich sag immer, dumme Menschen beschäftigen sich mit Menschen. So, weißt du meine? Halbschlaue Menschen beschäftigen sich mit Ereignissen. Und schlaue Menschen beschäftigen sich mit Projekten. Ich bin komplett rein und wenn man mit mir selbst weiß, ich bin einfach Main Character und weißt du, Main Character, die beschäftigen sich halt nicht mit anderen Personen, sondern halt mit Projekten, sag ich mal, weißt du? Auch das gilt scheinbar nicht für den Sagt er auf Bigo Live, Bro. Was ist Bigo Live? Projektionspuma. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Er nutzt das Leid von anderen, um sich wieder selbst zu inszenieren. Leute behaupten, er habe eine Schulter angefasst. Und darüber redet man nur, weil er der Main Character ist. Ich find's auch immer funny, wie zum Beispiel sowas komplett, nicht großgeschaukelt wird. Oder da macht man das ja im übelsten Film, wenn gerade zum Spiel, das kriegt das nicht so ein großes Publikum. Aber wenn angeblich ich jemanden an der Schulter angefasst habe, dann wird der Film des Todes gemacht. Aber das liegt nicht nur daran, weil es um die Sache an sich geht. Das liegt aber daran, weil es bei der einen Sache um den Main Character geht und bei den anderen Sachen um irgendwelche absoluten Vollprofis. Es ist doch ein... Also, ich sag's jetzt so, wie es ist. Selbst wenn Rumatra alles gleich machen würde wie ApoRed, würden halt Leute genauso drauf reagieren. Sowas, was ApoRed gemacht hat, das hat noch nie jemand, ich glaube auch international, so viele Sachen, so viel Scheiße und dann solche Statements, das hat noch keiner gemacht. Das ist wirklich verrückt. Ich sag sogar, das würde sich lohnen, die Videos aufs Englische zu übersetzen, da würden wahrscheinlich sogar amerikanische YouTuber drauf reagieren auf die Mimi-Videos, weil die fassungslos wären. Einfach nur noch ekelhaft. Und außerdem, guckt das Carina-Video. Es war erstens nicht nur die Schulter und zweitens hat sie vor Gericht gewonnen. Da gibt's kein angeblich. Aber jetzt kommt das Beste. Der Main-Character kann gar nicht verstehen, wie man überhaupt so emotional werden kann. Denn ApoRed regelt Sachen immer entspannt. Dazu erzählt er eine kleine Anekdote. Wie kann man sich generell so verhalten? So, wie kann man so durchreden und so Knacks bekommen? Warum kann man nicht einfach diese Main-Character, ApoRed, einfach ein brutaler, chilliger Hase sein? Ich hatte zum Beispiel einen Fall gehabt, Freunde, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre. Da hatte ich 2, man kann sagen, Geschäftskollegen gehabt.
Die haben dann abfällig und eklig hinter meinem Rücken über mich geredet mit einem Bekannten von mir. Der Bekannte von mir, er kam dann auf mich zu und meinte, ey Red, Bruder, ich weiß, wir sind zwar nicht super gut gerade, das war jetzt gerade neutral, aber ich sag dir jetzt, wie es ist. Da kamen Personen A und B und haben brutal Scheiße über dich gelabert und die haben dir sogar negativ über deine Mutter geredet. Wie war meine Reaktion daraufhin? Was glaubt ihr? Was hat Viva die Reaktion vom Main Character auf diese Situation? Ich hab diese Boys angerufen und hab gesagt, ey, komm, lass essen gehen. Ja, ich habe die Leute dann zum Essen eingeladen. Sie konnten mir nicht mal in die Augen schauen. Wirklich, die haben sich entschuldigt. Wir haben uns auch vertragen am Ende. Weil ich auch wie ein Charakter auch zu denen hingegangen bin. Ich habe sie sogar zum Essen eingeladen und gesagt, Digga, das gehört sich einfach nicht. So handelt ein wahrer Charakter. Und alle Typen da draußen, nicht so wie er reagieren. Bleib strong. Immer strong, egal wie hart es dazu ist. Ich habe euch erzählt, ne? Jemand hat meine Mutter beleidigt hier und da. Selbst ich habe sie zum Essen eingeladen. Also wirklich. Es bringt nichts, so durchzudrehen. Das sagt er, der wortwörtlich wegen Körperverletzung verurteilt wurde, weil jemand seine Mutter im Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed daraufhin ausgerastet ist. Hier ein kleiner Zusammenschnitt, wo ApoRed diese Freestyle-Story über die letzten Jahre hinweg... Was ist das jetzt? Das ist wieder was Neues? ...immer wieder erzählt hat. Achtung, gleich wird's interessant. Ich bin auch vorgestellt mit einer Sache. Ich war auch dreimal vor Gericht. Aber auch nur wegen Körperverletzung. Problem ist, dass ich halt zweimal vorher wegen Körperverletzung vorbestraft war. Ich bin ja einmal auch wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen. Einmal vor euch vor Gericht. Der Schnitt ist gottlos, ne? Gericht, ne? Wegen Körperverletzung. Und zwar hatten wir ein Event gehabt in Bremen. Wir hatten ein Event gehabt in Bremen. Ich war in Bremen und da war irgendwie danach, ne, war da so ein Typ. Und dann hat der Red, lass mal ein Freestyle-Battle machen. Bremen, Event, ne, nach dem Event. Dann hat er das Freestyle-Battle machen. Wir hatten ein Freestyle-Battle, das war in Berlin. In Berlin war eine YouTube-Veranstaltung, keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung auf jeden Fall. Und da war jemand, der meinte, ey, Abmann, lass mal ein Freestyle-Battle machen. Ich meinte, ja, okay, der Typ hat knallhart das Freestyle-Battle verloren. Vorgeschichte war, wir hatten ein Freestyle-Battle gehabt, ich glaube, er war ein bisschen suff, ne, und er hat absolut verloren. Er meinte, lass Freestyle-Battle machen, ich habe ihn freestyle-mäßig auseinandergenommen, ist halt so, ist ja nicht schlimm. Ich hatte auch damals so voll so Freestyle-Battle gemacht, ne, ich war eigentlich absolut schlecht, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir so ein Freestyle-Battle gemacht, kam ein Typ, er wollte unbedingt ein Freestyle mit mir. Wir haben ein Freestyle gemacht, Digga, seine Freestyles waren schlecht, meine Freestyles waren gut, wie man es vom Allerechten kennt. So, und ich habe ihn auseinandergenommen, richtig clean. Meine Punchlines waren halt wirklich stärker so, ne? Und am Ende hat er wirklich abgrundtief verloren, hat sich ein bisschen lächerlich gemacht. Die Leute haben sich totgelacht, das Publikum. Die Leute haben sogar ihn ausgelacht, weil ich ihn so hart auseinandergenommen habe, freestyle-technisch. Er war alleine. Ich hätte sogar das Video gesehen, ne? Ich war mit 6 Kollegen oder so. Das Publikum, das waren alles meine Kollegen. Er hat verloren. Die Leute haben gesagt, du hast verloren. Er ist da durchgedreht und meinte, ich... Tralala, deine Mutter, was auch immer. Er hat richtig hart meine Mutter beleidigt. Also richtig heftig, auf übelste Art und Weise. So, wie ich das niemandem gönnen würde. Und er hat dann richtig krass meine Mutter beleidigt. Also richtig, richtig, richtig krass. Er meinte, ich biepe deine Mutter. Weißt du, ich sag das mal nicht, weil wir haben junge Zuschauer, bla bla. Ne? Du weißt ja, ich bin nicht der Beleidigungstyp. Dann erstmal alle meine Kollegen gucken so schief, weißt du, und dachten sich, oh toll, was hat er jetzt da gemacht? Weißt du, und guck mal, ich bin ehrlich, ich habe ihn da einfach eine richtig doll geklatscht. Und ich bin ehrlich, da habe ich einen Typen auch. Digga, da war ich ein bisschen handgreiflich, ne? Um es wörtlich zu fassen, ich habe nur so einen gemacht. Ich habe wirklich nur einen so einen gemacht, ne? Mehr nicht. Und ich sag euch meine Reaktion. Ich habe auch ein Video, das man schon mal erläutert. Ich habe ihm eine richtig knallharte Backpfeife gegeben. Und ich hätte ihn auch wirklich zusammenschlagen können, Leute. Weil ihr wisst, ich bin als Kampfsportler aufgewachsen, nicht als Fußballer. Ich hätte ihn wirklich zusammenboxen können. Ich habe jemanden geschlagen, in dem Sinne. Nicht so doll, ne? Nicht so doll. Ich bin ehrlich, es war eine Backpfeife, ne? Dann habe ich ihn eine Backpfeife gezogen, eine richtig dolle. Der hat auch aus den Zahn geblutet. Sorry, ist halt einfach so. Er hat aufs Übelste beleidigt. Er hat eine Backpfeife. Wieso erzählt er die Story so oft? Backpfeife dafür bekommen. Es war eine Backpfeife, weil die Person grundlos meine Mutter aufs Übelste beleidigt hat. Ich muss ihn aus Prinzip muss ich jetzt irgendwas machen, weißt du? Und hab ihn einfach eine Backpfeife gezogen. Hat sein Handy rausgeholt, hab sein Handy auf den Boden geklatscht, meinte, ey, hör mir zu. Wenn du deine Kollegen rufen willst, das bringt jetzt nichts. Ich würde dir vorschlagen, du haust jetzt ab oder es wird ganz schlimm. Also ich war noch übel korrekt, wirklich. Meine Kollegen meinten noch, du bist übelst korrekt gewesen. Dass er die Story mal mit... Wie kann man aus dem Zahn bluten? Bremen erzählt hat und mal mit Berlin, ja sei es drum, vielleicht hat er sich versprochen. Und sehen wir auch mal drüber hinweg, dass er sich nicht entscheiden kann, wie oft er nun vorbestraft war vor dem... Gute Übersicht. Prank. Sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er mal meint, dass seine Freestyles grotten schlecht waren und plötzlich waren sie dann doch wieder gut, wie man es vom Allerechten gewohnt ist. Und sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er stolz betont, dass das Publikum ihn zum Gewinner gekürt hat, obwohl das alles ApoReds Freunde waren. Krasse Leistung an der Stelle. Bisschen komischer fand ich aber, dass er mal von einem leichten Klaps redet und mal davon, dass er so dolle zugeschlagen hat, dass sein Kontrahent aus dem Maul geblutet hat. Aber was eigentlich noch viel interessanter ist, ApoRed behauptet, dass das alles nach dem Battle passiert sei. Das war nicht im Battle, das war danach, Saitupis. Das war nach dem Battle. Das war quasi nach meinem Win. Aber die Geschichte stimmt so nicht. Denn wisst ihr, was das Lustige ist? Der Typ hat sich bei mir gemeldet. Darf ich vorstellen, Marco aka MV... Alter, der will sogar gezeigt werden. Okay, jetzt wird's interessant. Wow, wer alles auf Bibi zukommt. Wahnsinn. Soldier. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher sollen wir jetzt wissen, dass das kein Fake ist? Nun ja, er hat mir schon 2016 nach meinem Gangtour-Video geschrieben. Hey, erstmal Props für dein Video über die großen YouTuber. Mir ist sowas auch passiert. Es ist in Bremen passiert, nach dem Online-Stars-Event. Da hatten wir auch kurz geredet unten im YouTuber-Raum. Das Problem war hier nur, ich habe diese Nachrichten nicht gesehen. Bis ich fast 4,5 Jahre später den zweiten Entschuldigungsteil rausgebracht habe, wo ich die Szene einblende, dass ApoRed vorbestraft ist, wegen
wegen Körperverletzung. Ja, ich bin auch vorgeschrieben. Ich bin auch vorgeschrieben mit einer Sache. Ja, wegen Körperverletzung, weil jemand seine Mutter nach einem Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed dann ausgerastet ist. MV Soldier hat mir daraufhin nochmal geschrieben und ab da war ich mit ihm... Alter, ist das krass. ...in Kontakt und konnte zum ersten Mal aus erster Hand nachvollziehen, wie der Ablauf damals war. Und er hat mir die juristischen Schreiben dazu gesendet. In denen ging hervor, dass es eben das besagte Freestyle-Battle gab. ApoRed und seine Freunde haben das Ganze sogar Nein, der hat schon wieder alles. Der hat schon wieder alles rechtlich vorliegen. Das gibt's nicht. ...filmt und später das Material zercuttet und ohne ApoReds Ausraster hochgeladen. Übrigens mit dem Videotitel Battle vs. Besoffenen auf der Straße. Und jetzt kommt's. Sie haben sich vor dem Battle darauf geeinigt, dass es keine verbalen Tabus gibt und die Mutterlein kam im Battle. Woraufhin ApoRed nicht mit einer Ohrfeige, sondern mit der Faust zugeschlagen hat. Zusätzlich wurde das Handy aus der Hand geschlagen und MV Soldier wurde dazu aufgefordert, sofort zu verschwinden. Ach du Scheiße. Oh, ist das wieder eine andere Story, ne? Battle wurde also durch ApoReds Ausraster beendet. Es geht aber noch weiter. Als ihn MV Soldier angezeigt hat, hat ApoRed erneut ein Video gemacht, wo er eben darüber geredet hat, dass er angezeigt wurde und das lächerlich sei. Ich zitiere: Wenn der meint, er könnte den Überdicken raushauen, dann kriegt er einfach eine Besinnungsschelle und er kann froh sein, ich hätte ihn auch wirklich schlagen können. Hätte den Windel weich schlagen können. Ja, große Kunst, wenn 6 Leute gegen einen sind. Na, ApoRed, wärst du auch so mutig gewesen, wenn du alleine vor 6 Leuten gestanden hättest? Du krasser Kampfsportler, der nicht als Fußballer aufgewachsen ist? Weiter sagte er: Hätte den Windel weich schlagen können, aber braucht man gar nicht. So einem Typen braucht man erstmal gar nicht so eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Typ ist einfach nur krank im Kopf. Und zweitens ist das gar nicht nötig. Er hatte, glaube ich, psychische Probleme im Kopf und so. Aber jetzt zeigt er mich an. Meine Güte, du zeigst mich an. Was bist du für ein Mädchen? Du hast das Video... Was bist du für ein Mädchen? Ist das krass. Ja, richtig, weil nur Mädchen anzeigen. So eine Scheiße. Scheiße. ...werden lassen. Das Video war richtig nice. Geil, dass gerade er meinte, dass jemanden anzuzeigen ein mädchenhaftes Verhalten sei. Obwohl er selber ganze Zeit mit Anzeigen droht, wenn man die Wahrheit sagt. Und dann beschwert er sich noch, dass ein Video von ihm gesperrt wurde, versucht aber selber die Wahrheit bei mir zu sperren. Aber zurück zum ApoRed-Geschwafel. Das ist alles krass. Finde ich wieder... Leute, wir sind ein bisschen erst über die Hälfte. Das Video ist der Wahnsinn. Das schon 2016 einfach genau das gleiche ApoRed-Schema wie immer war. Alle seine Kontrahenten stellt er öffentlich immer als Psycho und Lügner dar, denen man keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Das hat er ja nicht nur bei MV Soldier 2016 oder später bei mir oder auch bei Carina 2020 gemacht. Also wer sowas supportet, Digga, der tut mir auch als Mensch leid, Digga. Weil man supportet wirklich einen psychisch kranken Menschen, Digga. Darf man nicht vergessen. Weil ich glaube, Mimi ist wirklich, laut meiner Einschätzung, ich glaube, meine Einschätzungen sind oft 100% immer treffsicher, sag ich mal. Ich glaube einfach, dass er psychisch krank ist und ich würde solche Menschen auch nicht unterstützen, Digga, bin ich halt ehrlich. Ich bin ehrlich, Carina, weißt du, was ich bei dir denke? Und das gibt es wirklich in der Psychologie, was ich jetzt sage, okay? Ich glaube, dass du diese Lüge schon so oft dir eingeredet hast, dass du schon selbst irgendwie daran fest glaubst, obwohl du... Crazy, jeder, der gegen ApoRed ist, ist psychisch krank. Hä? Ich bin auch psychisch krank. Unterbewusstsein weiß, es ist eigentlich nicht passiert so, aber du verdrängst das irgendwie, weil du dich einfach viel zu oft meines Erachtens bei diesem Thema einfach selbst belogen hast. Es gibt das wirklich in der Psychologie. Kannst du mal gerne einen Psychologen nachfragen und ich würde dir auch wirklich empfehlen, einen Psychologen aufzusuchen, wenn du bis heute deine Fehler nicht eingestehen kannst, okay? Das hat er auch 2019 bei Reapers nach einem COD-Turnier gemacht. Und zwar hatte ich ja, so ein kleines Disput mit Reapers, einen Kollegen, den ich seit 7 Jahren kenne. Wie krass, dass da Reapers mit drin ist. Leute, ihr versteht es nicht. Das ist so krass, dass Reapers da mit drin ist. Unser Reapers, der hieß früher Apokalypto Reapers und hat mit 15 für den Apokalypto ApoReds Clan gespielt. Das ist der, so ging's los. Ja, so ein kleines Problem gab. Nach längerer Überprüfung, schicksalhafterweise hat sich herausgestellt, wer eigentlich wirklich der war, der am Ende des Tages gelogen hat. Also irgendwie in jeder Aussage stecken Unwahrheiten drin. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein psychischer Knacks ist oder belügt. Oder auch bei Mail und Kylo. Boah, was ist da? Was ist da? Das würde ich gerne wissen. In Fortnite. Na, aber muss man sagen, ein Mail zum Beispiel jetzt, ne, der jetzt hier so irgendwelche komischen Sachen sagt. Also man kann es wieder weiter rein und das ist alles so. Manchmal denke ich auch, vielleicht ist es auch geistig behindert und er kann auch nichts dafür. Kann wirklich sogar sein, ich weiß es nicht. Ne? Aber wie gesagt, ein Lügner ist auf jeden Fall. Du bist ein kleiner Spasti. Du bist psychisch krank, du kleiner Bruder. Bei dir wird es niemals in deinem Leben laufen, Digga. Niemals wird es in deinem Leben laufen. Bei uns wird es laufen, bei dir aber nicht. Jeder, der gegen ApoRed ist und ihn kritisiert, ist psychisch krank. Kleiner Schwanken, Digga. Du bist so ein Bluffer, ich hab immer so einen Bluffer gesehen. Wenn irgendjemand ein Video macht, rein theoretisch auch über mich und sagt, ey, Red ist der größte Spaß, die hat mich, keine Ahnung, er hat mich um ein paar Sneaker abgezogen. Wisst ihr, was meine? Erstmal muss man fragen, stimmt das überhaupt? Weißt du, wir leben in einer Welt von sehr vielen Lügnern. Das sind halt am Ende des Tages halt einfach nur unnötige Lügen gewesen. Wisst ihr, was meine? Okay. Die dann rausgehauen worden sind. Und ich denke mir so, warum soll ich drauf eingehen? Guck mal, es wird immer sowas passieren. Ich bin Apokalypto 200.000 Abonnenten. Warum stellt man alles so negativ und falsch dar und lügt einfach? Und das war einfach ein dreister Lügner. Ich schwöre euch bei Gott. Ja, und das altbekannte Gottschwören darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch das Fame-, Geld- und Aufmerksamkeitsgeilheitsargument gab es da auch schon wieder von ApoRed. Sowie auch Drohungen und Druck aufbauen, ohne auf Videoinhalte einzugehen. Dein Kanal
ist auf meinen Nacken gerade aufgebaut, auf Hass, auf Hassrede. Du willst einfach nur, dass Leute hassen und haten. Du willst irgendwie unnötig Welle machen. Du willst Stress, Digga. Du willst Stress mit der Red Army. Kein Problem, Freunde. Jetzt kommen wir, okay? Es geht dir nur um Fame. Du willst also Fame. Wer? Darum geht's dir. Du willst keine Gerechtigkeit. Oder sag doch einfach, was du willst. Du willst Fame. Du hast sogar hier ein bisschen was bekommen. Ich sorge dafür und die Red Army wird dafür sorgen. Du bist so Fame, Digga. Du kriegst sogar von mir einen Titel, okay? So wie ich den Titel der echte Arme, kriegst du sogar von mir einen persönlichen geilen Titel von der Red Army überreicht, okay? Den kommentiere ich erstmal für dich. Fame. Weil du bist eine Fame. Du machst nur Videos nicht aus Gerechtigkeit, du willst nur Fame, Digga. Deswegen bist du eine Fame. Ganz einfach, die Zeiten sind vorbei. Du willst Fame? Du hast jetzt den offiziellen Titel Fame. Du wirst ab jetzt in allen deinen Videos diesen Kommentar Fame. Das Video 10 Minuten 15, das Video 10 Minuten 4, Digga. Das heißt, du bist nicht meine Fame. Du bist sogar eine geldgeile Fame. Digga, das heißt, jetzt haben wir sogar fast einen neuen Titel für dich. Du bist ein geldgeile Fame. Ich kann diese Videos so in einer Sekunde striken lassen, auf entspannt, und das mache ich sogar auch. Aber ich bin korrekt, Digga. Einmal bin ich noch korrekt. Du hast 24 Stunden Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit, alle Videos, ne, mit meinen rechtlich geschützten Marken, sprich Apokalypto, Apokalypto, was auch immer, alles kannst du da rausnehmen. Entspannt. Und keiner von der Red Army wird dich jemals wieder Fame oder sonst was nennen. Oder Option 2, du bleibst weiter eine Fame. Ignorierst natürlich das und wirst bis zum Ende deiner YouTube-Karriere den Titel Fame haben. Ganz. What the fuck? Weil jemand seinen Clan verlassen hat? Entspannt. Mach deine Videos weiter, Digga. Und die Videos werden weggestrikt. Bei 3 Strikes wird der Kanal auch gelöscht. Und dann juckt mich das auch gar nicht. Dann juckt mich das auch gar nicht mehr. Du hast deine Chance gehabt, 24 Stunden. Ganz entspannt, Digga. Die Red Army wird auf jeden Fall mit ein paar netten Kommentaren auf jeden Fall deinen Kanal auch beschmücken. Lustigerweise sind Kyloways Videos immer noch online. War mal wieder nur Einschüchterungsgelaber vom Allerecht. Es ist viel zu krass, wie viele Parallelen es bei gefühlt allen ApoRedBeefs gab. Der spielt... Gegner ist immer psychisch krank, ja, ist krass. Einfach immer das gleiche Bullshit-Programm ab. Aber zurück zu der Bremen-Story. Jetzt passt mal auf, wie gestört das eigentlich ist. Er hat die Bremen-Story in dem Carina-Belästigungskontext erzählt und das als Argument genommen, dass sie lügt, weil er ja schon bewiesen hat, dass er Sachen nie abstreitet. Warum erzähle ich gerade die Story? Diese Person hat mich angezeigt. Diese Person hatte keine Zeugen. Wisst ihr, wie viele Zeugen ich hatte? Etwa 6 Leute. Ich hätte auch sagen können, stimmt nicht. Ich hätte dir einen Anwalt nur einmal kurz Bescheid sagen können, der hätte das easy geklärt. Wenn ich ein dreckiger, unehrlicher Penner wäre, hätte ich das gemacht. Ich wäre ein richtig ekliger Typ, weil ich finde, man sollte dann auch gerade stehen. Und ich bin dafür gerade gestanden und habe meine Strafe dafür bekommen. Ich glaube 50 Tagessätze oder mehr, ich weiß gar nicht, vielleicht auch 90. Ich glaube, das waren 90 Tagessätze. Also ich habe... Was ist das? Was ist das nochmal? Kennst du vom Wort, aber weiß nicht, was das ist. 90 Tagessätze, was heißt das? Geld? Was ist... Sagt er gleich? Schon bewiesen, dass wenn ich mal Scheiße gebaut habe oder was Dummes gemacht habe oder eine Straftat begangen habe, habe ich bewiesen, dass ich dafür gerade stehe und dass ich das nicht leugne. Ich leugne keine Sache. Ich leugne es nicht. Ich konnte es leugnen und ich habe trotzdem gesagt, stimmt. Also 90 mal dein Tageslohn. Ah, okay, dann ist das auf dem Einkommen gekoppelt. Oh, das ist ja ein smartes System. Das ist ja smart. Mit Geldstrafe gekoppelt ans Einkommen. Ja, also safe. Wenn irgendjemand, also keine Ahnung, wenn jetzt Monte mit seinem Lambo geblitzt wird und 20 Euro Strafe zahlen muss, dann juckt sie das wahrscheinlich nicht so krank viel wahrscheinlich. Wisst ihr, was ich meine? Da, also aufs Einkommen ist das gar nicht so verkehrt. 90 mal 0 ist immer noch 0. Das hat das die Realität beweist. Also hat bewiesen, ich hab's gar nicht nötig zu lügen. Hab ich gar nicht, brauche ich auch gar nicht. Marco Reus musste 300.000 Euro bezahlen, weil er ohne Führerschein gefahren ist. Ach krass. Okay, crazy. Juckt mich auch gar nicht. Ich scheiße dann auf Leute, die dann sagen, wenn jetzt jemand behauptet, Red hat so und so gemacht und hat keine Beweise dafür und hat nur irgendwelche billigen Indizien. Wenn jemand das glaubt, ist er von mir aus lost und ganz ehrlich, da kannst du von mir aus einfach verpissen. Dabei hat er beim Erzählen der Story einfach gelogen und nimmt das als Argument, dass er in der Carina-Sache gar nicht lügen könne. Sagt mal ehrlich, Leute, wie krank ist das bitte? Und noch kurz zum Strafbefehl, da ist auch nochmal von körperlicher Misshandlung und auch von einem ungerechtfertigten Faustschlag ins Gesicht die Rede. Er sollte 50 Tagessätze bezahlen. Ein Tagessatz entspricht übrigens dem Nettoeinkommen pro Tag. Das Gericht hat eingeschätzt, dass ApoRed 8 Euro am Tag verdient und deswegen 400 Euro. Ja, das ist schon Shit, aber noch nicht so schlecht wie der Strom mit seinen 51 Euro die Woche. Zahlen muss. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das Gericht dachte, dass ApoRed 240 Euro pro Monat verdient. Das erinnert mich an sein Gerichtsverfahren, wo der Multitrilliardär meinte, dass er monatlich nur 1700 Euro verdiene und gleichzeitig davon online geredet hat, dass er fünfstellig verdient. Ungefähr kann ich das so sagen, fünfstellig. Das heißt nicht 2.000, 3.000, sondern so 8. Das geht doch gar nicht, dass man so wenig verdient. Ach stimmt, 8 Euro am Tag? Minijob? 8 Euro am Tag für 3 Mahlzeiten und Miete und das ganze Leben. Was bekommt man mit Hartz IV täglich? Hartz IV ist doppelt so viel, ja, meine ich doch. 8 Euro am Tag ist damals schon unter Mindestlohn. 8 Euro am Tag? What the fuck? Okay.
10.000, jetzt nicht 80, 90, sondern so 10, 20. Ich sage es ja eine genaue Zahl, aber so Pi mal Daumen. Wie man als Gericht so reinscheißen kann und wie man als ApoRed so viel Glück bei den Strafen haben kann, verstehe ich bis heute nicht. Aber was ich noch weniger verstehe ist, wie man bei einem Freestyle-Battle so ausrasten kann. Besonders, wenn man sich vorher sogar auf die Tabulosigkeit geeinigt hat. ApoRed ist ja sowas von labil und der macht dann im Internet Ansagen über emotionale YouTuber. Was für Leute, die ihr schaut? Also wirklich, distanziert euch von diesen depressiven Gestalten. Diese Leute sind doch alle komplett kaputt. Psychisch sind die Wrack. Also komplett labil. Das sind doch keine Charakter, das sind absolute Bots. Das sieht man auch sofort. Da fehlen mir teilweise die Worte, ich kann mich da nicht einversetzen. Weil ich einfach auch sehr stark bin als Charakter. Muss ich aber mal sagen. Genau mein Humor. Was bei dem Ausraster wahrscheinlich... Ist das krass zusammengeschnitten zusammen, ne? Also das wenn man... Das ist so krass von mir. Er schneidet genau die richtigen Szenen nebeneinander. Das ist der Wahnsinn. Weil ich auch noch mit reingespielt habe, weil der Drang sich vor... Ich hau mich weg hier, so geil, ja. ...seinen 5 Freunden mit seiner Pseudomännlichkeit zu profilieren. Zumindest scheint er das Bedürfnis heute noch zu haben, immer den Alpha zu spielen, vor dem alle Angst haben müssen. Hier zum Beispiel bei KuchenTV. Auch von so einem KuchenTV, der kleine Goofy, ne? Wenn er so am Rande mitbekommt, dass er kritisiert und sagt, ja, du bist Broker, wir gehst da hin. Junge, Digga, halt deine Schnauze, du machst deine Videos da zu Hause irgendwie bei einer scheiß Wand oder was auch immer. Gehst gar nicht raus wahrscheinlich, Digga, weil du Angst hast, dass ein Apo-LD kommt und dir ein paar Nacktklatscher gibt oder whatever. Oder bei dem TikToker Engelsgesicht. Du redest vom Mann, aber sagst, du bist Peter Pan. Ich bin kein Peter Pan, ich bin ein richtiger Mann. Ich bin kein Peter Pan, Scheiße labert im Internet. Natürlich schaut das so aus. Aber warum ist dieser Engel so komisch, Bruder? Nimmt er irgendwie so Drogen oder so? Kann das sein? Der ist irgendwie ein bisschen eigen. Nein, der ist eigentlich korrekt privat und so, aber manchmal. Ja, guck mal, das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass er korrekt, aber ich will keine Leute zu ihm schicken und so. Weißt du, was ich meine? Er geht ein bisschen zu weit. Bruder, nicht, dass er Hamburg ist, Bruder. Ich sehe ihn auf einmal, du weißt, Bruder. Du siehst ihn, ne? Stabiler Typ und so. Ich bin immer gegen Gewalt und so, ne? Aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit, Bruder, du weißt. Und wenn man sich ein bisschen rumfragt, ich kann auch mal schubsen. So. Oder auch bei mir. Ich mag den Typen gar nicht, Mimi. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Ja, ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Guck mal, Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich. Ne? Also so, also ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich die sind. Das ist so, du kriegst Angst. Man kriegt Angst. Wirklich Angst und ich laber keine Scheiße, ne? Die könnten Sachen machen, Digga. Könnte nur einmal schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Lustigerweise, wenn andere Leute... Das ist so krass. Also, dass beides passiert. Dass er sich einmal da hinsetzt und so doll gegen Gewalt ist. Und dass er sich an einem anderen Tag hinsetzt. Das ist der Wahnsinn. Das ist so krass, ne? Ich finde das so unterhaltsam zu sehen. Versuchen mit Rückenpolitik zu kommen, sind das für ApoRed aber dann keine echten Männer. Mach da voll die Filme, pass auf, wenn ich kenne, ich ruf gleich den. Dann sage ich, Junge, hör mir mal zu, dieses ich ruf den, das machen nur schwache Noobs, das machen Bots. Bots reden so nach dem Motto, weißt du? So dieses, ich ruf gleich den. Wenn du ein Mann bist, Bruder, du brauchst nicht irgendwelche Leute rufen. Und in seinen Augen habe ich die pure Schauspielerei gelesen. Ja. Weißt du, da wusste ich, Digga, der Typ labert nur Scheiße. Erzählt was von, ich bin mit ganz Deutschland connected, ich kenne alle, ich bin gefährlich nach dem Motto, pass auf und hier und da. Jemand, der wirklich so gefährlich ist, jemand, der wirklich brutale Leute hat, der pusht mich die ganze Zeit damit auf Dumm. Jemand, der wirklich so auf krass macht, auf dieses Rückenpolitik, ich ruf den, der würde doch nicht auf TikTok, wenn dir ein, zwei Wörter fallen, die ganz neutral sind, rumheulen und auf dieser Schauspielerei. Das ist so krass, alle Aussagen, die er macht, gibt's einen späteren Livestream, wo er das genaue Gegenteil sagt. Anrufpolitik machen, deswegen wusste ich, purer Schauspieler, Bluffos, Schlechtos. Junge, was du beschreibst, bist genau du. Und by the way... Aber dieses Hassen ist eine andere Emotion. Das ist dieses, du wünschst dir noch was Schlechtes, du willst die Person nerven. Das ist schon, du weißt, was ich meine. So, das ist gar nicht unsere Art, weißt du? Weil wahre Hasen, richtige Macher, haben diese Art gar nicht. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Und während er bei anderen die Männlichkeit in Frage stellt... Wie kann man sich als angeblicher Mann... Oder ich weiß nicht, sieht jetzt nicht wie ein Mann aus für mich. Muss er bei sich immer betonen, dass er ein richtiger Mann ist. Ich bin ein richtiger Mann. Natürlich schaut das so aus. Ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Wusstet ihr eigentlich schon, ApoRed ist so maskulin, sogar sein Alter ist super männlich. Wie alt bist du? Ich bin Ende 20. Also, super männliches Alter. Was ist das denn? Was ist, wenn eine Frau Ende 20 ist? Oh, ist das krass. Was ist denn ein supermännliches Alter? Ist nicht jeder Mann irgendwann mal Ende 20? Oh Mann. Alter. Wow, ich bin auch im supermännlichen Alter. Sauber. Cool Story, Bro. Aber kommen wir nochmal zu dem Container-Video, wo er über seine tollen Besitztümer redet. Wir wissen ja, ApoRed ist super rich, ne? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja auch alles cool. Da habe ich nie was gespielt. Das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten. Digga, habe ich nie gezeigt. Digga, ich weiß, ich habe viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht, ne? Also, alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ihr wahrscheinlich gesehen habt. By the way, diese Aussage ist wirklich komplett inhaltslos. Ich kann auch sagen, dass ich Anteile an Apple, Microsoft oder Google habe und 30%.
30% dieser Unternehmen sind ja zig Milliarden wert. Das sagt doch aber überhaupt nichts über meine Anteile aus. Vielleicht habe ich nur eine Aktie im Wert von 120 Euro. Damit habe ich ja Anteile an der Firma, bei der 30% ganz viel wert sind. Aber schauen wir uns mal weiter sein Gefasel an. ApoRed bleibt dabei, dass er Multimillionär ist und mehr Geld verdient als alle anderen. Aber wie gesagt, ich werde bald ein Video... Aber ganz, ich glaube, es würde ein ähnlicher Shitstorm losgehen, wenn jetzt, nehmen wir mal Carsten, Elotrix, legt sich auf so ein Lambo drauf, zensiert das Nummernschild, sagt, es ist seiner und dann kommt raus, es ist nicht seiner und der Lambo ist gar nicht angemeldet und steht in irgendeiner Tiefgarage und hat keine Versicherung und kein Kennzeichen und nichts. Auf einmal bringt irgendein YouTuber das Originalbild raus, dass das Auto nicht ihm gehört. Da würden doch auch alle drauf reacten und alle würden sich einfach nur ein richtig fettes, hätten einfach nur ein richtig fettes Fragezeichen auf der Stirn und man fragt sich, warum? Warum? Das geht gar nicht bei Ihnen um die Person, es geht darum, was er macht. Carsten hat keinen Führerschein. Dann noch mehr. Wir machen auf jeden Fall. Inseemodus wird bald deaktiviert, das ist gerade alles im Prozess. Und da wird man noch sehen, warum, wie, was, bla, bla. Und dann wird irgendwann ein bisschen geleakt, da wird ein paar Warenhasen geleakt, ne? Wie viele Millionen am Start sind. Was du sagst, machst du businesstechnisch. Digga, wird bald alles rauskommen. Also wird bald alles rauskommen. Ganz entspannt. Es gab ja angeblich irgendwelche Goofies, die meinten, ja, Red hat das gemacht und das da und da. Wann kommt Fortnite? So geil. So geil, Alter. Mit der Frage muss ich mich auch echt seit Jahren rumschlagen. Alles Cap. So, was ich alles mache, das weiß man gar nicht. Das ist so an der Kamera. Aber ich würde es mal selbst liegen. So. Das wird wie aus dem Nichts kommen. Da kann ich auch mal so auf Flecker ein paar Umsätze raushauen. So. Ein paar super Nullen. So ein paar Nullen, wie die meisten Twitch. Da war gerade schon wieder mal kommt Fortnite. Thema. Hinter den stabilen Millionenzahlen. Dann kommt Fortnite. Ich auch entspannt, nicht mal für die Hate oder so. Digga, wenn ich ganz entspannt irgendwann einmal so hier ein bisschen zeige, wo ich ein bisschen beteiligt bin. Digga, oh Gott, diese Unges, so wie alle anderen heißen, die ihre Kondome da nebenbei verkaufen, die werden kotzen sich denken, Digga, der Typ ist ein Motherfucker. So würden die denken. Aber ich lache über die. Nee, die lachen über dich. Und Kondome könntest du bei deinen ganzen One-Night-Stands ruhig auch mal benutzen. Sonst wundert sich Prinzessin Puma irgendwann, warum auf einmal die Mulle juckt. Boah, einer scheint Trimax war halt nicht pleite wie hier. Also Bruder, mir geht's top. Ihr werdet es ja sowieso bald erfahren, ne? Also, ich glaube nicht, dass ein YouTuber mehr umsetzt als ich. Wie findest du Elotrix aber? Da waren wir im Video, krass. Früher gefühlt, mittlerweile feiere ich ihn null. Ne? Also 9. Das heißt, du magst ihn jetzt gerade, wie er ist, gar nicht? Nee, also jetzt würde ich ihn sehr abstoßen, 100%. Also November habe ich 7-stellig gemacht. Ja, also Firmenanteile. Also die Umsätze mit den Firmenanteilen. Und wenn man das nochmal reduziert auf 300%, bla bla, also schon extrem hoch, extrem hoch. Ich bin zufrieden, ja. Es geht immer weiter zu dem Mond. KS und so, die sind ja alle cool und lustig, alles wirklich. Aber Bro, du bist in diesem Business schon, da war Monte noch, weißt du, da war in der Entzugsklinik, als du schon Fame warst, weißt du, ich meine? Er haut immer die Schuhe gegen Monte. Ja, aber es ist doch so, retalk jetzt mal. Also guck mal, also auf meine Backstory angelehnt, ne? Ich bin, seitdem ich ungefähr 12 bin, glaube ich, selbstständig. Ja genau, und mit 13 warst du dann wahrscheinlich schon in der Forbes-Liste neben Bill Gates. Das Lustige ist, wenn ein anderer mit etwas pusht und sich über ApoRed stellt und selbst wenn es nur TikTok-Punkte sind, dann flippt ApoRed aus und schwingt die Moralkeule. Du hast die wenigsten Punkte hier. Ja okay, zweiter, aber bist hinter mir. Ich hab dir wenigstens. Bruder, du bist, guck mal, Kuchen. Du bist auch wieder so einer, der profiliert sich nur durch Geld, durch Punkte. Immer nimmst du irgendwelche Gegenstände, pusht dich damit. Oh, was? Nein. Das hat er nicht gesagt. Das ist ja krass gerade. Das kann nicht sein. Bruder, ich push mich mit Werten. Ich push mich mit Charakter, mit Humor. Was? Nein, hä? Es ging immer um die Autos und die Penthäuser und die krassen Unternehmen und die Uhren. Darum ging es immer. Hä? In jedem Video. Du kannst dich immer nur... Schöner, danke schön. Ich hab mein Handy wegen dir weggeschlagen. Er regt dich auf, Leute. Er pusht sich immer... Oh, ich hab mehr Punkte als du. Junge, du bist so ein fragiler Clown und kannst das nicht mal verstecken, aber auch nicht dazu stehen. Was machst du überhaupt auf Social Media? Sag mal ehrlich, meinst du, du hast mehr Cash als Kuchen? Sag mal ehrlich, Red. Also, ich hab definitiv mehr Besitz und Cash, 100%, ja. Ja, und wie man merkt, auch mehr Ego-Probleme als alle zusammen. Das Beste ist aber, wie er das begründet. Stark. Ich musste meine Immobilien nicht über Finanzierung holen, Gott sei Dank, meine Autos. Eine Hausfinanzierung hat gar keine Aussagekraft darüber, ob man mehr oder weniger Geld als jemand hat. Selbst. Das ist voll dumm, sein Haus von ihm zu der Zeit und den Zinsen Cash zu bezahlen und nicht zu finanzieren. Das ist doch voll dumm. Du kriegst bei einer Finanzierung, hast du von der Bank für 1% bekommen. Und währenddessen kriegst du woanders mit deinem Geld 4, 5, 6%. Hä? Das ist finanziell zu der Zeit so dumm gewesen, Cash-Immobilien zu kaufen. Sein Monte hat einen Kredit bei der Bank aufgenommen und sein Haus in Raten bezahlt, obwohl er im Vorjahr die Nummer 1 auf Twitch und generell mega erfolgreich war. Das Haus habe ich natürlich nicht in der Bank bezahlt, sondern ich habe den Kredit bei der Bank aufgenommen. Oh, welches Jahr war das? Das ist crazy.
Das muss ja ein richtig leckerer Kredit gewesen sein, ne? Ah, 2020? 2019? 2020? Ja, Kredit ein bisschen früher vielleicht. Der muss schmecken. Das hat noch richtig geschmeckt. Man muss das über Jahre, über 10 Jahre abbezahlen. Immobilien über eine Finanzierung holen ist ganz normal, selbst wenn man die Kohle hat. UpRed, ich kann dir aber sagen, was Monte, Kuchen, Trimax, Allotrix oder Unge niemals in Raten zahlen würden. 2000 Euro Ordnungsgeld, wo du extra eine Ratenzahlung beantragt hast und selbst das bis heute nicht stemmen konntest, du Finanzpuma. Und Alter, okay, das schiebt. Was? Das ist ja, das ist öffentlich, das ist bewiesen. Er beantragt Ratenzahlungen auf ein Ordnungsgeld und zahlt das dann nicht. Das ist öffentlich. Nehmen wir mal an, er hat die 2 Millionen in Istanbul oder Dubai. Warum zahlt er sie nicht? Schlafen geschickt und zugedeckt. Ja, das ist krass. Das ist für mich krass. Es gibt zwei Optionen. Er hat die 2 Millionen in Istanbul. Dann verstehen wir nicht, warum er das nicht einfach zahlt. Dass er selbst Ratenzahlungen dafür beantragt. Was für ein Aufwand, das verstehe ich nicht. Oder er hat die 2 Millionen in Istanbul nicht und hat wirklich kein Geld mehr. Warum macht er dann einen Fake-Prank, wo er sagt, er hat Steuerschulden, obwohl er wirklich Steuerschulden hat? Ich weiß gar nicht, was ich besser finden würde. Was ist das geringere Übel? Das ist, beide Szenarien sind so verrückt. Beide Szenarien sind so crazy, wie wir sowas noch nie jemals vorher gesehen haben. Krass. Das bis heute nicht stemmen konntest, du Finanzpuma. Und nochmal kurz zu der Sache, dass UpRed seine Immobilien nicht über Finanzierung holen müsse. Ich konnte bei allen Immobilien, die UpRed als seine ausgegeben hat, ganz klar belegen, dass er sie immer nur gemietet und nicht... Oh, ist das krass, das ist so krass. Er sagt gerade sein Video, wie unwichtig Werte sind. Dann macht er ein Video darüber, wie geil seine Immobilien sind und dann waren alle Immobilien nur für 3 Tage ausgeliehen oder gemietet und er sagt, es sind seine. Der hat sich so sehr über die Penthäuser definiert. Er definiert sich darüber, aber es sind gar nicht seine. Das ist verrückt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Gekauft hat. Erst viel später nach meinen Videos hat er davon geredet, dass er 1-2 Häuser gemietet hat. Ja, ich hatte mal ein Haus zur Miete, sogar 2, Boah, da hast du auch, Digga, echt viel Geld gezahlt. Da bist du bei 2 Mille oder so, Minimum, ja, ja. Im Monat. Es ist so seltsam, dass er damals aber von 1-2 gekauften Häusern geredet hat. Die nächste Frage ist von Gio Sinto 030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Für die beiden Häuser, ne, die ihr bisher gesehen habt, ne, man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft, zwischen 400.000 und 600.000 Euro. YouTube kannst du Geld verdienen, sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Die aber Blocke auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst, daneben nochmal 1-2 Häuser kaufen kannst, daneben nochmal eine 500.000 da investieren kannst und nochmal, keine Ahnung, 300.000 da, kannst du nicht. Ne? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Und obwohl er nach meinen Videos gesagt hat, dass er 1-2 Häuser gemietet hat, behauptet er in einem anderen Stream wieder, dass er Häuser immer ohne Finanzierung kauft. Das Haus bezahlt. Digga, ein Haus wird immer straight bar gekauft, Digga. Finanzierung gibt's aber leicht nicht. Während er in seinem Sozi... Das ist so geisteskrank, das Geld in Sand setzen. Zu der Zeit, ne? Ich komme darauf nicht klar. Das ist finanziell, ich glaube sogar finanziell wäre das Dümmste, was UpRed jemals gemacht hat. Wenn er sich wirklich 2018, wo du Gelder von der Bank geschenkt bekommen hast, für 0,8% Zinsen und so ein Bums, dass der die Bar bezahlt hat. Das kann ich nicht glauben. Der hat so keine Ahnung von dem, was er redet. Ja, das ist wirklich der Beweis, dass er keine Ahnung hat. Sozialbau streamt und sich seine Situation vorher schön geredet hat, indem er meinte, dass er Häuser gar nicht mag und auch keine 2 Stockwerke. Ich mag keine Häuser. Ich bin mein Leben lang oft in Häusern gewesen, sage ich mal so. Aber in Häusern finde ich nicht. Ich mag einfach nicht diese 2 Stockwerke und so, Digga. Ich finde optimal. Dream ist 15 Zimmer, 100 Quadratmeter. Ich finde das ist so... Das Geilste so überhaupt, auf einer Etage auch so, ne? Alles darüber ist unnötig, braucht man gar nicht. Du bist Apartment unterwegs, ne? So ich bin immer ein Apartment, immer Neubau-Apartment, fühle ich immer am meisten. Fühle ich am wohlsten einfach. So schön auf einen Stockwerk, wenn ich jetzt so meine andere Wohnung da hatte, wo du auf ähnliche Quadratmeter kommst, auf einer Etage, Digga, das ist einfach viel angenehmer. Also für mich ist es einfach angenehmer. Aber weil er nicht drauf klarkommt, dass man denken könnte, dass er broke ist, muss er wieder flexen und behauptet einfach, er habe 3 Wohnungen. Wir hängen so ein paar coole Jacken, die ich dazu aktuell trage, so 6-7 im Schrank sind, glaube ich, nochmal so irgendwie 10, 15 Stück und so, aber jetzt die anderen. 50, 60, 70. Leute, ich wiederhole mich. Nehmen wir mal an, er hat 70 Jacken, die alle toll und teuer sind. Dann ist das unbeschreiblich peinlich, sich damit zu profilieren und zu identifizieren. Okay? Nehmen wir an, er hat 70 teure Jacken. Dann ist das so unangenehm, damit in dem TikTok-Chat zu prahlen. Er definiert sich, es ist die Definition von definieren, was UpRed dort tut. Und dann hat er diese 70 Jacken noch nicht mal. Das kommt noch mal oben, selbst wenn er sie hätte, ist es peinlich. Und dann hat er sie nicht.
Das ist so die unnötigste Lüge überhaupt. Das tut ja überhaupt nicht Not. Keiner aus seinem TikTok-Livestream würde abschalten, wenn er sagt, ich habe nicht 70 Jacken, sondern, Digga, ich hab zwei Jacken und eine ist dreckig. Ich habe eine Jacke. Ist doch okay. Was soll das denn? Die sind dann zum Beispiel woanders gerade. Und das sind natürlich dicke Daunenjacken zum Beispiel, ne? Die muss jetzt demnächst auch nochmal holen. Und die ganzen Sommerjacken, also die ganz dünnen Jacken, die sind jetzt solche zu. Die vom Mont-Event. Stimmt, ich habe noch eine Jacke. Aber ganz ehrlich, die verkaufe ich. Ich war schon los und habe noch gesehen, da ist die gelbe Jacke. Ich dachte zuerst, das wäre so eine Jacke zum Ausleihen, weil die auch viele in der Skihalle anhatten. Die hatten auch so gebrauchte, getragene Jacken aus dem Snowdome. Ich dachte, das wäre auch so eine. Dann gucke ich, ist nicht. Die ist komplett neu, Preisschild dran, 700-800 €. Ich dachte so, what the fuck, die nehme ich natürlich mit. Ich würde jetzt nicht so eine super gelbe, auffällige Jacke tragen. Aber ich werde die verkaufen. Sag ich so, wie es ist. Die sah so geil aus. Zu mir passt's nicht, aber dann mach für guten Zweck. Okay, wenn es klappt, mache ich das. Aktuellen kalten Saison sind wir zum Beispiel in einem Riesenlager als Beispiel. Ja, so. Ja, oder eine andere Wohnung nach dem Motto. Ich habe ja drei Wohnungen insgesamt. Dann ist es immer hier und da verteilt, so auf lecker Schmecker, dass wenn du mal in eine andere Wohnung bist, dass du da ein paar Outfits hast, etc. Ne? Wie passt das denn alles zusammen? Er sagt, er kauft Häuser, dann waren die Häuser aber doch nur gemietet. Dann kauft er wieder Häuser, sagt aber, dass Häuser scheiße sind, alles kompakt, auf einer Etage ist viel besser, aber hat auf einmal verstreut drei Wohnungen. Was ist das für ein Quatsch? Es stimmt zwar, dass er öfters andere Wohnungen bei Behörden angegeben hat, aber einfach nur, damit keiner weiß, wo er sich aufhält. Denn wie sich rausgestellt hat, war die jeweils angegebene Adresse meistens entweder die von seinen Schwiegereltern, die Adresse von seinem Bruder oder auch die Adresse von seinen eigenen Eltern. Neben seiner Sozialwohnung ist das dann wahrscheinlich einfach sein Immobilien. Krass. Das ist so heftig, ne? Portfolio. Die Mietwohnungen seiner Verwandtschaft. Ey Leute, das wissen viele nicht. Ich habe übrigens 100 Wohnungen. Ich habe einfach bei allen Verwandten eine Schlüpfer von mir hingelegt. Naja, jedenfalls war ApoRed ein halbes Jahr später dann zum ersten Mal in Dubai. Dort hat er plötzlich behauptet, dass er nun in drei Ländern leben würde. Du lebst in Dubai? Ich lebe in Dubai, Istanbul und Hamburg. Bitte was? Wie geht das? Ich lebe in Dubai, ich lebe in Istanbul und ich lebe in Hamburg. Ja, aber wie geht das? Ich habe alles richtig gemacht. Das Ding ist, ich habe Ziele gesetzt und einfach gemacht. Ja, ist es nicht. Ist es nicht stressig, wenn man... Was ist Bigo? Eine Live-Plattform. Ja, ich überlege schon seit ein paar Wochen, Twitch zu verlassen und auch noch auf Bigo, glaube ich, zu gehen. In drei verschiedene Länder wohnt? Nö, gar nicht. Der wohnt ja nicht, weil der macht doch nur Urlaub, oder nicht? Nein, ich lebe hier überall. Ach, du lebst da überall. Ach so. Ja, wer kennt die Ziele nicht? Im Sozialbau hat's hier beantragt. Du wirst so von denen angeschrieben, weil die dachten, das ist ernst gemeint. Nein, ich werde nicht auf Bigo streamen. Mit einer Insolvenz ohne Restschuldbefreiung. Das sind alle echte Life Goals. Und in Dubai macht er dann Werbung für ein Immobilienunternehmen, wo er so tut, als wäre das seine neue Wohnung. Schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, William Red, schon sein Schlafzimmer an. Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? Sieht top aus, wirklich. Sieht schön aus. Was sind die Benefits davon? Die Benefits, auf 5 Jahre Finanzierung 0%. 0% zinsfrei. Zinsfrei? Hä? Ich dachte, Finanzierung braucht der Main Character nicht. Und 18 Monate schon fertig, hat 4.000 Fixanten. Perfekt. Lage, lass eine Sicht auf die Palme. Sicht auf die Palme, schöne Wohnung, super ausgestattet, Qualität. Übrigens auch lustig, wie er sich nicht mal traut, aufs Bett zu springen. Das ist offensichtlich nicht seine Wohnung. In Dubai in diesem Rowe Marina Hotel gepennt. Das Ding hat 3 Sterne und man kann da teilweise für 30 Euro übernachten. Und kurz darauf hat er sich mit seinen Freunden eine Wohnung geteilt, beziehungsweise auch das Bett. Und offensichtlich ist das auch nicht die Wohnung, die man hier im Video sieht. Vermutlich hat man die hier auch das erste und letzte Mal gesehen. In meiner Videoreihe war das jetzt übrigens ursprünglich als nahtloser Übergang zu seinem Dubai Trading Scheiß geplant. Aber da ApoRed auf die glorreiche Idee gekommen ist, ein Video über die komplette Wahrheit seiner Finanzen zu machen, dachte ich mir, ich kann ihm da unter die Arme greifen. Denn die komplette Wahrheit sieht komischerweise komplett anders aus. Das ist aber nichts Neues bei ApoRed. Die ganze Wahrheit war ja schon mal eine Lüge und davor war... Ach so, es gibt die komplette Wahrheit und die ganze Wahrheit. War die ganze Wahrheit auch schon eine Lüge und der Real Talk war auch nachweislich nicht real. Und bei dem ganzen Gottgeschwöre, während er gelogen hat, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Ganze wird aber etwas dauern, also abonniert, um das nicht zu verpassen. Toll. Das ist der Wahnsinn, Alter. Das war eine krasse Zusammenfassung. Da war alles drin. Man hat so viele Fragezeichen im Gesicht. Aber man wird wirklich verdammt gut unterhalten. Wow, wirklich wow. Krass. Tage, 50 Minuten ging schnell rum. Ja, es ist krass, ne? Freue mich so auf die Finale. Ja, da freue ich mich auch drauf auf die Videos. Das ist so heftig. Also zusammengefasst, das ganze Lügen tut überhaupt nicht Not. Er hat wegen so unglaublich viel unnötigen Scheiß gelogen, ne? Krass, geht noch weiter. Wenn ihr die Reaction zukünftig verpasst, wollt gerne abonnieren. Und schaut auch bei mir vorbei. Macht mal die Millionen voll. Die Videos sind der Wahnsinn. Recherchemäßig wieder mit dieser Einspiegelung in dem Fenster in Dubai. Ein Traum. Krass. Sherlock Mimi wieder at its finest. Der hat wieder richtig glänzen können.